Am 12. September 2023 war es soweit. Apple hat neue iPhones präsentiert. Das iPhone 15, das iPhone 15 Plus, Pro und Pro Max und neue Apple Watches, die Ultra 2 und die Series 9. Darüber sprechen wir jetzt in Folge 54 des Mac and I Podcasts. Und mit dabei natürlich Leo Becker aus der Mac and I Redaktion und Co-Moderator dieses wunderbaren Podcasts. Hallo Leo. Hallo, hallo. Und ich hoffe, wir werden unsere Mütter nicht enttäuschen in dieser Sendung. Das haben wir ja gelernt auf der Keynote, dass das eine große Sache ist, Mütter zu enttäuschen. Mütter Erde zu enttäuschen zumindest. Oje, oje. Ja, hoffentlich kommt sie jetzt nicht auch in der Sendung rein, die Mutter Erde. Und das ist hier donnert und grollt im Mac and I Podcast. Ja, mein Name ist Malte Kirchner und wir wollen jetzt einfach mal direkt durchstarten. Wir sprechen über das, was wir gestern gesehen haben. Insgesamt gibt es ja 4 neue Produkte. Natürlich, wenn man es noch ein bisschen untergliedert, sind es ein paar mehr. Aber so, man kann sagen, grob sind es 4 neue Produkte. Und wir starten mal mit der Apple Watch. Die Apple Watch Series 9 hat im Innenleben einen neuen Prozessor, ein neues System in der Package, den S9, der deutlich leistungsfähiger sein soll. Leo, was will man damit? Was bringt dann diese Leistung? Ja, das ist natürlich die faszinierende Frage bei der Watch. Auf der einen Seite, also ich meine, wer sich zurückerinnert an die Series 0 gewissermaßen, an die allererste Apple Watch, der weiß, dass die Apple Watch wirklich mal sehr, 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 sehr langsam war. Also so furchtbar langsam, dass es daran grenzte, dass man eigentlich Apps nicht starten wollte oder es sinnlos war, Apps zu starten, weil es so lange gedauert hat, dass man kein Interesse mehr hatte, bis diese App gestartet ist. Aber dieses Problem der Langsamkeit hat die Watch ja eigentlich schon lange abgelegt. Also ich kann mich zumindest nicht mehr erinnern, wann ich jetzt zum letzten Mal auf meiner Uhr irgendwas als furchtbar langsam empfunden hätte. Ja, doch. Außer natürlich, meine Netzwerkverbindung kann einem reingrätschen. Ah, du schaust so, als hättest du ein Beispiel, wo du etwas sehr Langsames erlebt hast auf der Watch. Zwei Sachen, die mir immer wieder auffallen bei der Watch, wo ich jetzt aber nicht weiß, ob die im Zusammenhang damit stehen. Das eine ist das Booten. Da hoffe ich mir tatsächlich einen Zugewinn an Geschwindigkeit. Das ist nämlich wirklich schnarchlangsam nach wie vor. Ja. Und das zweite ist bei Aktualisierung, wenn da ein Update eingespielt wird. Wobei ich da so meine Zweifel habe, ob das nur eine CPU-Frage ist. Aber das sind tatsächlich noch so die zwei Punkte, weil du gerade sagtest, wo man so schnarchlangsam merkt. Mm. Ansonsten bin ich völlig bei dir. Also die Watch im Alltag ist eigentlich rasend schnell. Das Booten ist ein lustiger Faktor. Das ist wahrscheinlich natürlich vor allem für Leute, die ihre Watch halt nicht rund um die Uhr tragen, sondern die vielleicht auch ab und zu mal eine normale Uhr tragen und dann wieder zur Smartwatch zurückkehren und die dann neu starten. Die werden das natürlich öfters erleben. Ich sehe es sehr selten, deshalb ist das für mich gar nicht so ein bewusstes Element. Aber wenn ich drüber nachdenke, ist mir schon klar, dass du da völlig recht hast, dass das sicher etwas Interessantes ist oder auch interessant zu sehen sein wird, ob sie das jetzt mit beschleunigt haben, weil wir wissen es natürlich noch nicht. Und der schnellere Chip, ich meine, auf der anderen Seite, das hat Apple auch bei seiner Präsentation herausgestellt, zum Beispiel also im Hinblick auf die GPU und Elemente wie Animationen, die ja in WatchOS jetzt doch langsam stärker mal eine Rolle spielen. WatchOS war ja sehr statisch am Anfang, was die Bedienoberfläche angeht und das entwickelt sich jetzt so schrittweise und da ist natürlich ein bisschen mehr Leistung, was auch die GPU angeht, sicher hilfreich, sodass das halt alles flüssig und sauber läuft. Und das sieht man jetzt auch schon, wenn man WatchOS 10 auf einer alten, zum Beispiel auf der Series 4 halt installiert, die ja die älteste noch unterstützte Uhr ist. Das geht, aber es ist halt so, so richtig 100% ist das nicht. Man, bei den neueren Modellen, auch Series 7, Series 8 und Ultra sowieso vom letzten Jahr, das ist alles, da ist das alles kein Problem. Da, glaube ich, macht es auch keinen Unterschied im Alltagseinsatz. Aber es ist ja so, es ist ja jetzt schon relativ lang her, dass sie überhaupt, ich meine, sie haben den Chip jedes Jahr umgelabelt und auch so die Sensoren mitunter, also den Beschleunigungssensor und solche Elemente auch verbessert. Aber der Chip selbst, was jetzt die Kerneinheit an Prozessor und wahrscheinlich auch GPU angeht, die sind ja seit plus minus Series 6 nicht mehr wirklich irgendwie angefasst worden. Und jetzt sehen wir zumindest, dass mal wieder ein Tick Bewegung reinkommt und Apple hat da natürlich großen Fokus gestern drauf gelegt, weil sie natürlich immer daran knüpfen, neuer Chip gibt neue Funktionen. Und dann ein großes Ding war halt Siri, was dann halt, also vor allem diese Neural Engine, die ja immer als ein super Element ist.
und damit halt irgendwie KI-Funktionen zu machen, vor allem Siri. Ja, hurra. Also ich meine, gut, Siri wird dadurch nicht über Nacht besser werden, aber zumindest auf der Apple Watch habe ich seit vielen Jahren das Problem, dass wenn ich mit Siri was da einspreche und dann gibt es Verbindungsprobleme, dann geht es nicht in die Cloud. Und dann hakt das, dann muss man es zweimal einsprechen, dreimal einsprechen. Irgendwann funktioniert es dann. Und das ist für mich so ein Game Changer, wo ich mir von erhoffe, dass ich dann künftig ein ganz anderes Siri-Erlebnis auf der Apple Watch habe. Ich glaube ja persönlich, dass dieser Chip noch für Zukunftsanwendungen interessant wird, von denen wir noch gar nicht wissen. Das ist für mich so ein Potenzialbringer. Gerade dieser Fokus auf Neural Engine. Wir wissen, KI ist das Thema dieser Tage. Von Apple wird ja auch erwartet, dass sie mit generativer KI irgendwann mal was machen und da in die Richtung gehen, sei es nur mit Siri. Und da werden Voraussetzungen geschaffen, glaube ich. Also das werden wir erst letztgültig beantworten können, wenn wir ein paar Jahre abwarten. Dann werden wir rückblickend sagen, das war damals vorausblickend. Im Moment wirkt es erstmal so, als wenn man sich einen Ferrari-Motor einbaut und in der 30er-Zone unterwegs ist. Ne? Ja, hoffen wir darauf, dass einfach all diese KI-Elemente, die ja doch immer an immer mehr kleinen Ecken und Rändern des Betriebssystems einfließen und da ja auch immer wichtigere Rollen durchaus spielen, dass die halt davon profitieren. Und das eine davon mag eben sein, dass Siri halt lokal arbeitet und jetzt, Apple hat ja auch gesagt, irgendwie kannst halt deine Gesundheitsdaten, ich weiß nicht, ob ich meine Gesundheitsdaten unbedingt mit Siri abrufen muss. Nicht? Aber natürlich die Idee, per Siri halt neue Daten hinzufügen zu können, ist keine so blöde. Also Leute, die jetzt keine Waage haben, die irgendwie mit dem WLAN verbunden ist, sondern so eine ganz klassische Waage haben und ihr Gewicht halt zu Health dazu hinzufügen wollen, das ist eine sehr frustrierende Angelegenheit. Und das halt direkt über die Watch zu machen, ist natürlich eine nette Verbesserung. Also das möchte ich nicht von der Hand weisen. Ja, ich glaube, das passt auch so in diese Strategie, die wir bei Apple jetzt auch bei dem Betriebssystem so seit einiger Zeit sehen, dass sie so diese kleinen Ungereimtheiten in der Interoperabilität jetzt so ausräumen. Warum gab es keine Wetter-App auf dem iPad zum Beispiel? Das wurde behoben und wir haben das auch bei einigen anderen Dingen gesehen, dass sie ja dann das so ausweiten und dieses Übergreifende, was sie ja mal propagieren, dann aber auch selber jetzt beherzigen und dort, wo es noch nicht in die Tat umgesetzt ist, das sinnhaft machen. Aber es ist ja in der Tat auch eine Herausforderung auf einer Uhr mit so einem kleinen Bildschirm, das ja auch dann so zu machen, dass es vom Handling her eben einen Nutzen bringt und nicht einfach nur so alibihaft ist, die Health-App ist jetzt auch auf der Watch. Ne? Das ist ja an der Stelle nicht. Was, glaube ich, insgesamt ein roter Faden dieses Events ist, und das ist der nächste Punkt der Series 9, ist das Thema Erleuchtung. Also ich glaube, durch die Bank, die Displays haben richtig ordentlich mehr Leuchtleistung bekommen in Nitz, oder? Ja, also bei den Watches war es ja wirklich sehr deutlich, der Sprung bei beiden, so der Ultra oder Ultra 2 kommen wir ja gleich noch, aber auch bei der Series 9, ich habe ehrlich gesagt vergessen, nochmal den alten Wert nachzuschauen, aber ich glaube, es hat sich fast verdoppelt, plus minus. Also es ist natürlich die Maximalleistung, diese Apple benutzt ja Nits als Maßeinheit oder halt irgendwie Candela plus Quadratmeter ist eigentlich die bei uns eher gebräuchlichere, kommt aber aufs selbe hinaus. Und vor allem kann man unter dem Strich sagen, diese 2000 bis zu 2000 Nits hat ja die Apple Watch Ultra im letzten Jahr, also die erste Generation der Apple Watch Ultra mitgebracht. Und jeder, der die am Handgelenk hatte oder hat, der weiß, dass das Display sehr, sehr, sehr hell sein kann. Gerade draußen, das sind ja Maximalwerte, die man vielleicht bei extremer Sonneneinstrahlung halt eben im Außeneinsatz erlebt, in der Wohnung oder so, sind ja diese Helligkeit normalerweise nicht relevant oder wäre eher störend, könnte man sogar sagen. Und plus natürlich die Auswirkungen auf die Akkulaufzeit. Und was sie auch lustigerweise ja in den Vordergrund gestellt haben, dass nicht nur die Maximalhelligkeit sich erhöht hat, sondern dass auch in die andere Richtung sich praktisch besser geworden ist, dass das Display halt sich noch bis zu einem Candela pro Quadratmeter irgendwie runterdimmen kann. Und damit, ja, man vielleicht zum Beispiel auch im Schlafmodus oder so, da gibt es ja auch, wenn du die Uhr nachts antippst, dann leuchtet die ja auch auf. Und gab ja auch immer mal wieder Diskussionen, warum gibt es eigentlich diesen Nightshift-Modus nicht für die Watch? Also die hat ja ein sehr nüchternes, bläuliches Licht. Und das kann einen nachts ja durchaus mal anblenden. Und auch selbst wenn man den gedimmten Zustand hat. Also da nochmal ein bisschen runter zu regeln auf der einen Seite und auf der anderen Seite hoch zu regeln, ist definitiv eine Verbesserung, die ich glaube auch im Alltag durchaus einen Unterschied machen kann oder auch eine wichtige Verbesserung ist, weil das Display ist einfach das zentrale Element von dieser Uhr oder überhaupt von all unseren Geräten. Also ein besseres Display ist eigentlich immer was natürlich ein sehr,
sehr erfreuliche, also erfreulicher Fortschritt ist. Ja, und ich finde, man sieht einmal mehr, dass die Entwicklungen halt auch sehr speziell auf verschiedene Bedürfnisse häufig da sind. Also wenn du eben Schlaftracking machst und hast diese Verbesserung, dann ist es wirklich für dich schon, ja, ich möchte jetzt nicht sagen Game Changers, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber doch etwas so ein Ärgernis des Alltages, was da aus dem Weg geräumt wird, wo du vorher vielleicht gesagt hast, das Display ist so, hey, ich werde dann nachts von wach. Und für andere, die natürlich kein Schlaftracking machen, die nicht in Kinosälen sitzen und ständig auf die Uhr gucken, ist das vielleicht dann eben kein großes Thema. Da muss man, finde ich, dann eben beim Kauf und bei der Frage, ist jetzt ein Umstieg für mich relevant, dann halt sehr genau eben gucken, welche Features sind für mich interessant. Und es gibt heute immer seltener diese Features, wo man sagen kann, die sind einfach übergreifend für jeden total interessant und ein Must-Have. Das wird halt immer schwieriger. Was ich so ein bisschen vermisst habe, ist ja, und wir hatten das in der Gerüchteküche vorher gehört, Gesundheitssensoren sollte sicher was tun. Von der Mindestvariante, dass der Herzfrequenzsensor eine neue Generation erfährt, mit welchen Features auch immer, bis hin, dass man gesagt hat, na, wer weiß, vielleicht hat Apple ja auch noch eine Überraschung im Gepäck, dass wir plötzlich Blutdruck messen können oder sonst etwas. Ja, also eine Überraschung wäre schön gewesen, weil sich ja gerade was die Gesundheitssensoren angeht, wirklich jetzt auch seit vielen Jahren wenig getan hat. Und zwar wirklich teilweise sehr wenig. Ich meine, kam Blutsauerstoffmessung kam dazu, aber auch die ist ja nicht irgendwie validiert medizinisch als medizinischer Sensor, sondern halt einfach misst halt und du kriegst halt irgendeinen Wert raus, so okay. Und das ist alles ein bisschen frustrierend. Also ich vermute, dass das auch bei Apple intern frustrierend ist, weil die sich sicher auch gehofft hatten, schnellere Schritte zu machen, was die Gesundheitssensoren angeht. Und sie bauen natürlich jetzt auch drumherum, weil ich meine natürlich auch ein feinerer Beschleunigungssensor und auch feinere Sensorik insgesamt und auch der Temperatursensor, also so kleine Elemente, die dazugekommen sind, können auch wichtige kleine Bausteine für wieder was Größeres dann später sein oder liefern auch jetzt schon interessante Zusatzdaten. Wir haben ja über den Temperatursensor auch schon gesprochen. Es gibt ja eine ganze Folge, die wir gemacht haben zu Apple Watch und Health. Und Apple Watch im Schlaflabor gibt es auch eine Episode vom Mac and i-Podcast, die man sich anhören kann. Also da sind schon viele interessante Elemente drin, aber ja, der Sprung hat gefehlt. Und es ist interessant, dass gerade diese Sensoren, also auch der Puls, der ganz Basis-Pulssensor, dass bei dem sich zumindest nach Apples Beschriftung einfach ja gar nichts geändert hat. Und das war ja, das Gerücht kam ja auch so aus der Bloomberg, Mark Gurman-Ecke, der normalerweise sehr gut lief. Also ich meine, der hat sehr gut erliegt, der hat ja ganz offensichtlich einfach Quellen, die auch wissen, wovon sie sprechen. Also da scheint irgendwas mitunter vielleicht in Entwicklung zu sein, was wir halt einfach nicht gesehen haben in diesem Jahr, was wir vielleicht hoffentlich mal nächstes Jahr sehen. Irgendwann muss mal wieder ein größerer Sprung kommen, was das angeht. Ja, ich frage mich ja manchmal, sind es tatsächlich Falschmeldungen? Also es gibt ja auch, wir wissen ja auch von bestimmten Fällen, wo Apple dann so kleine Fallen ausgelegt hat, wo dann so undichte Stellen, denen wurden dann halt irgendwelche Sachen vorgeworfen, die sie gleich weitergemeldet haben und dann konnten sie identifiziert werden. Da denke ich ja manchmal, oh je, ist das jetzt der Fall gewesen? Oder ist es so wie im Falle dieses Raytracing, des Raytracings beim iPhone, was da jetzt eingeführt wurde, was ja schon auch beim 14er spekuliert wurde, dass es damals dann kommt, was dann einfach schlichtweg in der Pipeline war, aber ist nicht rechtzeitig fertig geworden und Apple hat das dann zurückgestellt. Ja, ist immer schwierig abzuschätzen, was da tatsächlich dann der Hintergrund dieser Geschichte ist. Aber ist natürlich auch faszinierend dann zu beobachten, wie sich die Gerüchte so gegen Ende hin zurecht zusammenkristallisieren und dann auch so ein Gesamtbild ergeben, wo ja oft schon sehr viel von richtig ist. Aber immer so Kleinigkeiten sind dann so, hier ist was falsch, da ist was falsch. Das sind immer so Detailelemente, irgendein technisches Detail, eine kleine Kennzahl oder sowas, irgendwas ist. Und dazu gehörten jetzt dieses Jahr auch die Gerüchte halt über eine aktualisierte Form von Pulssensor, die halt sich zumindest nach Apples Beschriftung nicht, es kann auch sein, dass sie irgendwie einen Zulieferer gewechselt haben, aber es ist halt als dasselbe, Apple klassifiziert es halt vielleicht nach außen als dasselbe Bauteil, es ist vielleicht intern, ist es vielleicht ein anderes Bauteil, es hilft aber dem Nutzer am Schluss auch nichts, wenn die Funktionalität halt einfach identisch ist, da braucht man vielleicht auch manchmal, ist es dann auch egal, was da auf den technischen Daten steht, wenn am Schluss keine Funktion dabei herausfällt. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das haben wir auch einige Male gesehen, unter anderem bei der Dynamic Island, wo alle dachten, dass es da zwei Löcher im Display gibt. Und dann zeigte sich nachher, nein, per Software haben sie einfach eine große Insel gemacht. Also Hardware alleine, und das haben wir auch bei diesem Event, finde ich, sehr stark wieder gesehen, dass ja eben Features, die in der Software lagen,
dann, das waren die tatsächlichen Überraschungen. Während Hardware hatten wir ja, finde ich, ein ziemlich rundes Bild. Da kann man eher sagen, dass bestimmte Dinge, die vermutet wurden, nicht kamen. Aber es ist eigentlich nichts gekommen, was nicht vorher irgendwie schon mal geleakt wurde und gerüchtet wurde. Software zum Beispiel ist ja so ein schönes Beispiel, diese Doppel-Tap-Geste, die da jetzt, also die ist ja auch so ein zweischneidiges Schwert, ne? Also auf der einen Seite, so ist sie ja irgendwie schon ziemlich cool und toll und so weiter, aber diejenigen, die sich mit Bedienungshilfen auseinandergesetzt haben in der Vergangenheit, sagen ja, ja, ist in der Tat praktisch. Habe ich schon mal gesehen und benutze ich vielleicht seit, naja, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es, also 2 Jahre plus minus ist das im WatchOS schon, die Bedienungshilfe spezifisch. Und die hat Apple ja auch, und das war wahrscheinlich im letzten Jahr mit WatchOS 9, im letzten Herbst weiterentwickelt und zusätzlich zu dieser Bedienungshilfe noch diese Schnellaktionen hinzugefügt. Also, dass man sozusagen, die Bedienungshilfe ist ja sehr umfassend. Also, du kannst praktisch mit deiner Hand, an der du die Apple Watch trägst, mit verschiedenen Gesten fast die komplette Bedienoberfläche steuern. Aber das ist natürlich auch eine relativ mühsame Sache an einem bestimmten Punkt. Du kriegst ja sogar so eine Art Maus-Interface auf der Watch, was natürlich für den Normalgebrauch völlig am Normalgebrauch halt vorbeigeht, weil du das einfach nicht benötigst. Aber in dem Moment, in dem du halt darauf angewiesen bist oder die Uhr halt mit einer Hand steuern und bedienen willst, du halt durch diese verschiedenen Faustballgesten und eben diese Zwickgeste, die wir jetzt sehr prominent gesehen haben und die ja auch auf der Vision Pro ja ein sehr prominentes Element ist, die ist sehr komplex gewesen und das haben sie dann schon als Zusatzfunktion nochmal vereinfacht und gesagt, nein, wir machen einfach nur diese Schnellaktion und die bestehen eben nur daraus, den Finger zusammenzutippen, also Zeigefinger und Daumen zusammenzutippen und damit eine Aktion auszulösen, die praktisch immer so dieses Hauptbedienelement, das gerade auf dem Bildschirm angezeigt wird, halt bedient, also auslöst, wenn man oder antippt, könnte man sagen, wie eben Telefonanruf abnehmen und dann später wieder auflegen oder halt den Timer zu stoppen oder den Alarm zu snoozen, wie heißt es auf Deutsch, Schlaftaste, Schnarchtaste, wie auch, ja, irgendeine Art, also für, halt. Für viele ist es die normale Weckerfunktion. die Weiterschlaftaste. Genau. Die halt einfach zu, auch eben mit dieser Geste auszulösen, was übrigens problematisch sein kann, wenn man da völlig verschlafen. Ja, ich schlafe noch ein bisschen länger und macht da seine Zwickgeste vor sich hin. Aber das ist eigentlich ist natürlich eine tolle Funktion. Und wie du schon sagtest, sie ist halt nicht wirklich neu. Aber sie haben das, was sie jetzt gemacht haben, hat ein Element davon, ist offensichtlich neu. Also sie haben es scheinbar an weitere Stellen integriert. Sie haben natürlich auch eine andere neue Art von Signalisierung. Da ist ja so eine kleine Fingergeste, die auftaucht, die sie gezeigt haben, die es jetzt in der Form nicht gibt. Und sie bringen es halt an verschiedene andere Stellen offensichtlich des Betriebssystems, sodass man halt noch mehr mit dieser einen Geste machen kann. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie mit dem neuen Chip halt in der Lage waren, auch die Erkennung halt nochmal zu verbessern. Das heißt also zumindest technisch halt irgendwie eine Basis zu legen, da aus der Funktion halt noch mehr rauszuholen oder sie zuverlässiger einfach zu machen. Aber sie halt als komplett neu zu verkaufen, wenn man diese Funktion in einer gewissen Weise schon seit 2 Jahren hat, fand ich auch etwas schräg, muss ich sagen. Und ich meine, Apple kennt ja die machen ja auch um die Bedienungshilfen zurecht ein großes Brimborium, wenn sie die neu einführen. Und auch diese Bedienungshilfe, weil die sehr beeindruckend ist, dass du eben mit der, dass das praktisch der Pulssensor halt eben auch diese Bewegungen, jetzt in dem Fall haben sie ja gesagt, dass sie praktisch die Durchblutung, Änderungen in der Durchblutung oder im Blutfluss halt die Änderungen erfassen und dadurch halt die mit den Beschleunigungssensoren halt herausfinden können, ob du diese Geste machst. Bei der Bedienungshilfe haben sie damals gesagt, dass die Muskeln, sogar Muskelbewegungen analysiert werden. Also was auch immer da jetzt der Unterschied in diesen jeweiligen Funktionen ist, es ist faszinierend, dass du halt in dein Handgelenk praktisch reinschaust und dann mit dem richtigen Algorithmus und mit den Werten von diesen verschiedenen Sensoren eine Handbewegung halt erfassen kannst. Schon faszinierende Technik. Ja, technisch und auf der anderen Seite aber auch so, was das Apple Ecosystem betrifft, ne? Also wie diese Idee ja auch jetzt dann so ausgerollt wird über verschiedene Produktlinien. Du hast die Vision Pro gerade genannt und dass man bei der Apple Watch, die ja so ein ähnliches, in Anführungszeichen, Bedienproblem hat, also das ist knibbelig, man muss immer so in so einer ziemlich Zwangshaltung dann da mit dem Gerät interagieren. Das wird ja viel lockerer, angenehmer,
ergonomischer, dann viele Bedienungsgesten zu machen. Also es ist eigentlich total sinnhaft, dass man diesen Weg so geht. Und deshalb war es Apple wahrscheinlich dann eben auch das wert, das nochmal so vorzustellen, als wenn man noch nie davon gehört hätte. So ein bisschen, ich nenne es immer ein bisschen Flipperkugel-Effekt bei Apple, ne? Wo die Flipperkugel immer von einer Seite auf die nächste rennt und dann aber noch so ein bisschen Fahrt aufnimmt und irgendwie dann, ja, dass das Bild dann größer wird, was da eigentlich, wo das hingehört, was das kann und wie das übergreifend genutzt wird. Ich habe hier noch bei der Series 9 den U2-Chip auf meiner Liste, der ja gleichermaßen, also einige Dinge, die wir gerade angesprochen haben, betreffen ja die Ultra 2 gleichermaßen, auch zum Beispiel ja der S9, aber der U2-Chip. Beim ersten U1 wussten wir noch gar nicht, wofür der gut sein soll. Jetzt wissen wir zumindest, was es damit auf sich haben könnte. Denkst du, die Geschichte des U2 ist jetzt schon vollständig erzählt oder ist das auch wieder so ein Potenzialträger, wo wir im ersten Moment nur so gesagt bekommen, ja, dies und das kann man damit machen, aber so der große Knall kommt vielleicht noch. Ja, also den großen Knall würde ich das jetzt auch noch nicht bezeichnen, was wir da gesehen haben. Es ist natürlich nett, dass du dein iPhone halt genauer und natürlich wohlgemerkt ein iPhone mit diesem U2-Chip, also halt ein iPhone 15, das setzt halt sowieso voraus, dass du dir praktisch komplett neue Hardware auf beiden Seiten kaufst, was das ein bisschen albern macht unterm Strich. Aber das läuft ja natürlich auch. Ich meine, der U2 ist halt jetzt zum ersten Mal drin und dann wandert der jetzt ja einfach schrittweise in jedes neue iPhone und in jede neue Apple Watch. Und ich hoffe schon, dass wir da natürlich noch mehr Sachen sehen, die sie mit diesem Ultra-Breitband-Geschichte machen. Und so ein bisschen haben sie ja schon angefangen. Also auch, das gibt es ja praktisch auch auf dem Markt noch gar nicht. Aber das ist ja auch relevant, zum Beispiel, wenn du halt den digitalen Autoschlüssel benutzt. Ich meine, da brauchst du im Moment irgendein BMW-Monster, mit dem das halt funktioniert. Und dann kannst du halt mit deiner Watch auch dich an diesem Monster nähern und das aufsperren. Aber das ist halt natürlich irrelevant für den breiten Markt, weil das halt wirklich im Moment eine Nischenanwendung ist, bis halt mehr Autohersteller das mal breit in der Form halt in ihre und auch bezahlbare Fahrzeuge und sagen wir mal sinnvollere Fahrzeuge integrieren. Das sind halt alles Sachen, die dann sehr lange dauern und deshalb ist da einfach schön, das zu sehen, dass sie jetzt halt überhaupt mit diesem U2 mal, also mit dem U-Chip mal wieder was Neues gemacht haben und den ja offensichtlich vor allem von der Distanz, die der überbrücken hat, kann, weiterentwickelt haben, weil das kennt vielleicht auch jeder, der schon mal seinen AirTag mit dem iPhone gesucht hat und diese genaue Suche halt benutzt. Die ist super, aber man muss schon relativ nah an dem AirTag dran sein, damit sie greift. Und das heißt, wenn jetzt diese Distanz sich verlängert, ab der du schon anfängst, hier, lauf in diese Richtung zu deinem AirTag, dann ist das auf jeden Fall ein Fortschritt. Das ist alles nicht weltbewegend, aber kann im Alltag halt nett sein. Findest du deinen Schlüssel schneller wieder, beziehungsweise das, woran du das AirTag dran geheftet hast. Ja. Ja, hast du noch weiteres zu Series 9, was wir noch behandeln sollten, müssten? Nee, ich wüsste jetzt auch nicht, ob noch irgendwas Überraschendes bei ihr ist. Also es ist halt so, war ja im letzten Jahr schon die große Diskussion, Series 8, Series 7, ja, die Unterschiede sind schon sehr minimal gewesen. Jetzt ist es durch das hellere Display und du hast es vorhin schon schön gesagt, dass natürlich es tatsächlich inzwischen so ist, dass jeder für sich selbst sehr genau eigentlich entscheiden muss, wie sinnvoll diese Funktionen dann jeweils sind. Bei einem helleren Display würde ich immer generell sagen, das ist wahrscheinlich was schon für viele, wo fast jeder in irgendeiner Form von profitiert, aber ist natürlich auch nicht unbedingt zwingend der Fall. Und dann kann man sich natürlich schon selbst überlegen, wie sinnvoll das jetzt ist, diesen Kauf zu machen. Aber wenn du natürlich überlegst, du kommst jetzt von einer Series 4 oder 5 und die Watches werden ja durchaus für viele Jahre getragen und man kann die auch gut für viele Jahre tragen, dann ist der Sprung schon immens, weil da war ja die Series 7 mit dem leicht größeren Display war schon ein Sprung und du hast so kleine Funktionsverbesserungen, auch das Schnellladen, was das halt praktischer macht, wenn du irgendwie wenn die Uhr halt 24 Stunden trägst, weil du sie so zwischendurch schneller mal nachtanken kannst und es sind so viele kleine Elemente, die das Alltagseinsatz einfach angenehmer machen. Insofern, aber wer natürlich irgendwie sich im letzten Jahr eine Series 8 gekauft hat, weiß nicht, ob da wirklich jetzt irgendwie, und auch mit der Series 7 tue ich mir schon schwer, da irgendwie zu sagen, wäre in irgendeiner Form wirklich großartig sinnvoll. Aber da muss ich jetzt mal die ketzerische Frage stellen, ist ein Jahrestakt bei der Uhr eigentlich sinnvoll? Ja, es ist natürlich eine sehr gute Frage, aber es ist auch eine knifflige Frage, weil die Frage kann man ja
auch fürs iPhone eigentlich stellen? Und diese Frage kann man auch für jedes Facelift von einem Autoreihe stellen. Also wie sinnvoll sind diese Formen von sehr spezifischen, moderaten Weiterentwicklungen? Wir sind natürlich vielleicht alle, gerade als jemand, der irgendwie das iPhone von Anfang an mitbekommen hat, da ist man natürlich noch gewohnt. Da war ja von Jahr zu Jahr waren die Sprünge halt einfach riesig und es war wirklich tatsächlich in Anführungszeichen sinnvoll, sich jedes Jahr ein neues iPhone zu kaufen. Und diese Zeiten sind ja längst vorbei und das ist wahrscheinlich gut, dass die Zeiten längst vorbei sind, aber ich weiß nicht, ob ich es Apple ankreiden würde, dass sie trotzdem Jahr für Jahr wieder was Neues rausbringen, auch wenn diese Neuerungen im Jahresvergleich sehr klein sind. Hm. Weil wenn du dir eben jetzt im Herbst 2023 deine erste Apple Watch kaufst und davor gar keine hattest oder halt eine sehr alte Apple Watch hattest oder irgendeine andere Smartwatch hattest oder eine normale Uhr, dann hast du plötzlich mit der Series 9 halt auf jeden Fall was Besseres, als du mit der Series 8 hattest. Ja. Aber wenn du die Series 8 hast, ist es halt sinnlos, diese Series 9 zu kaufen. Ja, ja. Aber ich glaube, am Ende der ausschlaggebende Faktor ist natürlich für Apple einzig und alleine, dass sie ja immer noch diese riesige Aufmerksamkeit bekommen für diese Produktneuheiten. Und ja, da, solange das der Fall ist, solange sich da Abertausende, wahrscheinlich sogar irgendwie eine sechsstellige, siebenstellige Zahl von Menschen diese Events anguckt oder intensiv verfolgt, ja, solange, warum sollten sie damit aufhören, diese Aufmerksamkeit und diese Verkaufschance mitzunehmen? Wahrscheinlich ist die nächste Eskalationsstufe auch nicht, dass sie jetzt dann gleich sagen, ach, jetzt bringen wir die Uhr alle 2 Jahre raus, sondern eher, dass sie vielleicht sagen, okay, wir machen es vielleicht nicht mehr so prominent. Wir machen das als Pressemitteilung, ja, aber sind grundsätzlich dann noch mit einem neuen Produkt am Start. Also ich glaube, das ist am Ende, deshalb, ich weiß, dass meine Frage eigentlich eine blöde ist, weil Apple wird nicht nach der Feature-Dichte danach gehen, wann sie es rausbringen. Sie werden vor allem nach der Verkaufbarkeit und der Attraktion danach gehen, ob das sinnhaft ist, diesen Takt zu gehen. Womöglich würden sie sogar halbjährlich machen, wenn das was bringen würde. Aber das ist dann wahrscheinlich dann doch auch ein bisschen zu viel des Guten. Ja, ich glaube, ich meine, auch wenn man es unter dem natürlich zum Aspekt der Nachhaltigkeit kommt, und das war ja auch ein Element, die Umweltgeschichte, die Sie erzählt haben, der war ja sehr groß oder hat einen großen Raum auf dieser Keynote eingenommen und zu der kommen wir auch noch, weil die ein ganz eigener Aspekt war. Aber auch wenn du es aus der Perspektive betrachtest, liegt es, glaube ich, trotzdem, am Schluss liegt es an uns Kunden auch, ob wir halt dieses in Anführungszeichen Spiel halt mitspielen. Ich meine, ja, man kann sich ja einfach wirklich selbst die Frage stellen, wie sinnvoll ist es und sich, in welchen Zyklen muss ich mir unbedingt ein neues Gerät kaufen? Und ich habe auch immer das Gefühl auf der anderen Seite, dass Leute, die sich jedes Jahr ein neues Gerät kaufen, das alte iPhone, das landet ja nicht im Müll. Also es ist ja nicht so, als würde damit so furchtbar, also als würde das irgendwie, wäre das praktisch umsonst produziert und dann einfach verloren, sondern es ist ja schon so, dass diese Geräte, zumindest alles, was ich sehe und kenne und aus meiner eigenen Anwendung kenne, ist es so, dass die natürlich einfach entweder verkauft oder halt weitergereicht werden. Also diese Geräte leben viele, viele, viele Jahre normalerweise weiter und sind auch weiter in aktiver Verwendung. Und wir kommen da halt an eine schwierige Stelle, glaube ich, wo man nicht mehr so recht, also irgendwie, wo wir an den Punkt kommen, wo man sagen muss, wir müssten halt alles stoppen. Ja? Also wir müssten unsere komplette Gesellschaft, unsere komplette Welt stoppen, um zu sagen, nee, wir kommen wieder zurück zu irgendeiner natürlichen Lebensweise oder sowas. Und, deshalb, ja, denke ich, das bleibt an uns Kunden am Schluss hängen, dass wir uns entsprechend entscheiden und halt dann vielleicht auch nicht jeden winzige Verbesserung von Jahr zu Jahr halt dann für einen Neukauf persönlich mitnehmen. Du appellierst doch jetzt nicht etwa an Eigenverantwortung, Leo, ich bitte dich. Ja, das ist manchmal, ich appelliere ganz gerne als an Eigenverantwortung, merke ich auch manchmal, aber man, ja. Ja, aber mir ist das lustigerweise im Vorfeld auch dieses Events aufgefallen, dass halt in einigen Fachmedien auch so Texte standen, wo gesagt wurde, du musst dich nicht schämen, wenn du dir jedes Jahr das neueste Gerät kaufst. Und da habe ich mich echt gefragt, welche Motivation hat das? Warum schreibt man das jetzt? Und es zeigt ja augenscheinlich schon, dass es ja doch so eine Art Shaming gibt mittlerweile auch eben aufgrund dieser Sensibilität für Klima- und Umweltschutzthemen, dass man sagt, naja, muss denn das jetzt wirklich jedes Jahr sein, ne? Nur aus Spielerei. Und
Apple greift diesen Faden auf, natürlich nicht mit der Message, kauf weniger Geräte oder wir bringen weniger raus, sondern dann mit der Message, ach, wenn ihr das kauft, dann ist alles Mögliche recycelt, wir packen das schön in einen Pappkarton ein und so weiter und nicht mehr in Plastik. Also das ist ja die Message und CO2-neutral ist es ja obendrein jetzt auch. Das ist ja so die Message, dass Apple auf der einen Seite das Wachstum und die Umsatzzahlen immer noch mitnehmen kann und auf der anderen Seite der Käufer sich nicht schlecht fühlen soll und darf, wenn er dann losgeht und sich da ein neues Gerät kauft. Ja. Ja, ja, das war natürlich das Signal, das Apple schon sehr klar ausgesendet hat mit dieser ja auch sehr eingeschränkten CO2-Neutralität für bestimmte Kombinationen aus Uhr und Armband. Und ich will Apple gar nicht streitig machen. Jetzt sind wir schon bei dem Thema, glaube ich, gelandet. Dann können wir, glaube ich, gleich zu dem übergehen. Ich will Apple da gar nicht streitig machen, dass sie da nach vorne gehen und dass es auch eine Entwicklung gibt, eine Entwicklung zum Positiven. Also das ist ja ein sehr langer Weg. Apples eigenes oder sagen wir selbst erklärtes Ziel ist ja bis 2030, das sozusagen in diesem Großen und Ganzen auf eine CO2-Neutralität zu bekommen. Und das ist natürlich immer noch ein Riesenziel, weil wir brauchen uns auch nichts vorzumachen. Die Apple Watch ist nicht das Problem in diesem Riesenmonster, das halt Apple als Konzern und Produzent von Hardware ist. Ja, die Apple Watch, die ist irgendwie so ein Teil oder so ausmachen von der ganzen Umweltproblematik, die da drum geknüpft sind, sowohl was die Produktionsseite angeht, als auch jetzt irgendwie den Stromverbrauch. Und das ist ja lächerlich, ja, was du für die Apple Watch an Strom verbrauchst, um die aufzuladen. Das sind ja alles winzige Sachen. Und dass Apple hier natürlich auch seine Prozesse optimiert und auch zum Beispiel diese Geschichten macht, die sie ja beim iPhone auch schon angefangen hat, die Packungen halt zu verkleinern. Das ist ja auch alles in Apples eigenem Interesse, ja, weil du kriegst halt mehr in die Flugzeuge, kriegst mehr in die Schiffe. Also ist auch, lohnt sich wahrscheinlich auch, das zu verkleinern. Aber es ist unterm Strich, ist es wahrscheinlich auch besser. Und so ein, vielleicht ein ganz langsamer Weg. Und den zu bestreiten, es ist gut, dass Apple den beschreitet und dass sie damit angefangen haben. Und es ist auch klar, dass sie das irgendwie nach außen nehmen und jetzt halt dann dieses Siegel auf die entsprechenden Packungen natürlich packen, weil klar, als Käufer fühlst du dich dann halt irgendwie gut, so, ah ja, okay, das war jetzt CO2, das ist auch genauso wie das DHL-Paket, was irgendwie klimaneutral kam und halt in so einem stinkenden Laster angefahren kam. Okay, also ich meine, wir können mit vielen solchen Dissonanzen können wir ja irgendwie leben und die Frage ist ja trotzdem, wie wir irgendwie weiterkommen nach vorne und das sind natürlich leider auch alles sehr kleine Schritte und gerade wenn du die Lieferkette dir halt noch anschaust, die sie ja da auch mitnehmen wollen auf diese Reise und auch schon damit angefangen haben, sie mitzunehmen. Aber das ist ja ein Riesenprojekt. Ja, für mich ist der Gradmesser der Ernsthaftigkeit halt immer, also es ist wie du sagst, die haben ihren eigenen Nutzen dadurch wirtschaftlich, das bringt die noch was. Und durch Weglassung, manchmal zahlt der Kunde ja quasi die Weglassung und Apple hat trotzdem den Umsatz. Natürlich ist es auch einfach PR-mäßig super. Wer will nicht den Planeten retten? Da kann man sich immer mit solidarisieren. Aber der Gradmesser der Ernsthaftigkeit ist für mich bei Apple, dass sie eben auch Dinge tun, die eigentlich unpopulär sind bei einigen. Also wo sie ja schon polarisieren, so wie sie zum Beispiel ja im Deutschen auch gendern oder wie sie jetzt, das hat jetzt mit Umwelt nichts zu tun, aber es zeigt so ein bisschen diesen aktivistischen Part des Unternehmens. Oder genauso jetzt eben auch in diesen Umweltbemühungen. Ein paar Sachen gibt es ja durchaus immer wieder Kritik. Wir sehen jetzt zum Beispiel den Wegfall von Leder. Das ist alles andere als eine durchweg populäre Maßnahme. Es gibt diejenigen, die Beifall klatschen. Ja, die Zielgruppe gibt es, die jetzt sagt, hurra, endlich vegan. Aber es gibt eben auch eine sehr laute Fraktion, die sagt, hey, was soll denn das? Ich fand die Ledercases und Lederarmbänder immer super und jetzt macht ihr die einfach weg und was soll diese Weltverbesserei und so weiter. Also da sehe ich dann schon so, dass ich denke, okay, wenn man als Unternehmen in Kauf nimmt, dass man auch Leuten da so ein bisschen vors Knie haut, dann steckt da mehr dahinter als nur Populismus und Marketing, weil ansonsten würde man ja nur Dinge machen, die niemandem wehtun. Ja. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass sich Apple damit gerade in den USA, also ich meine, wir kennen das, wir erleben es in Deutschland ja auch schon ein bisschen, aber in den USA begeben sie sich natürlich auch in so eine Kulturkampfecke da, die eine sehr schwierige ist, weil die natürlich politisch aufgeladen ist und sie sich damit irgendwo positionieren. Wir haben ja gesehen, wie auch Cook mit Trump jongliert hat über die Jahre. Also das ist ja ein sehr schwieriges Feld, da auch zu agieren dann. Und da begeben sie sich eben in etwas nochmal herein, was als Unternehmen eigentlich
eigentlich was ist, wo du eher wahrscheinlich Abstand halten willst, ja nicht anecken als Unternehmen unbedingt oder dich da irgendwie, also die Hälfte, die Hälfte ist vielleicht, aber in den USA hat man manchmal das Gefühl, es sei irgendwie die Hälfte deiner Kunden halt voll zu verbrellen oder irgendwie vor die Nase zu stoßen und die anderen halt irgendwie, die anderen sagen, hurra, das ist der richtige Weg oder so. Das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Also zu dieser Polarisierung beizutragen, ist ja auch immer schwierig. Und ich glaube, das machen sie machen es ja relativ sanft. Es ist ja nicht so, als würden sie es irgendwie allzu. Aber man merkt schon, dass es da Elemente gibt, wo es immer auf Widerstand stößt und wo ich auch sage, das finde ich eigentlich relativ mutig für ein Unternehmen, das zu machen, weil das keine Selbstverständlichkeit ist, das so zu machen. Und ja, dennoch bleibt der Weg halt ein weiter, den Apple sich da auch selbst vorgenommen hat. Und wir werden letztlich, also ich meine, ob jetzt eine Uhr CO2-neutral ist oder nicht, ist unterm Strich irrelevant. Ob Apple es schafft, tatsächlich sich selbst und seine ganze Lieferkette, vor allem bis 2030, dieses ganze Riesenmonster bis 2030 dorthin zu führen, daran müssen wir am Schluss diese Sachen messen. Ja, ist schon ein größeres Thema. Und auch wenn man auch bedenkt, dass ja gerade in der Zulieferkette da auch die Umweltstandards teilweise noch ganz andere sind als eben in westlichen Ländern. Und da ist die Hürde, bis du CO2-neutral bist und schadstoffarm, schon doch eine andere, die du da erstmal nehmen musst. Was wir noch gar nicht wissen bei dem Armbändern oder zumindest mir noch nicht gar nicht klar sind, ob das, was sie jetzt gemacht haben und was sie jetzt in ihrer Palette hat, wirklich unterm Strich vegan ist. Weil wir wissen ja immer noch nicht, welche Form von irgendwie Klebmaterialien sie vergessen oder so. Also ich habe bei Apple selbst, glaube ich, das Wort vegan gar nicht entdeckt. Deshalb bin ich relativ vorsichtig damit. Also Leder raus, ja, war die Message gestern, das war ganz klar. Aber ich weiß nicht, ob sie ihre Produkte wirklich als vegan irgendwie zertifizieren könnten. Also da wissen wir nicht, ob da noch irgendwo eine Kuh nebenbei übers Band gelaufen ist in der Halle oder so. Ja, also das ist ja relativ schwierig. Also wenn du anfängst halt irgendwie Kleidung vegan zu produzieren, dann wird es relativ schnell offensichtlich auch kompliziert. Und Kleidung oder jetzt Materialien, Textilien und deshalb, also sie haben es, hatte ich den Eindruck vermieden, das Wort zu benutzen und damit verknüpfe ich, dass sie es halt nicht, dass es noch nicht zu irgendwie 100% man das auch so tatsächlich klassifizieren könnte, wenn da jemand wirklich mal genau drauf schaut, was da verwendet wurde an Zeug. Vielleicht ist es nur vegetarisch und gar nicht vegan, wer weiß. Vielleicht. Wir haben natürlich jetzt auch das neue Material, was sie natürlich, sie irgendwie ja auch als, ist so ähnlich wie, Was für ein Wildleder haben Sie, glaube ich, das Wort Wildleder, in Erinnerung zu haben, dass das so ähnlich wie Wildleder ist, werden wir natürlich sehen, wie gut es dann unterm Strich ist oder ob es vielleicht auch besser ist als Leder oder schlechter. Oder ich meine, Apples Hüllen sind ja auch sehr wechselnd. Also es gibt sehr gute Hüllen, die sie gemacht haben. Es gibt auch Hüllen, wo du gar nicht glaubst, dass die irgendwie Apple selbst gemacht hat und das eigene Logo drauf gestempelt hat. Also Ja, mit Synthetik bei Apple gibt es sehr unterschiedliche Erfahrungen, also, um es mal so zu sagen. Das wird spannend sein, wie die aussehen und wie die sich anfühlen, wenn man sie ein Jahr getragen hat, besonders bei den Watcharmbändern. Also da bin ich wirklich neugierig. Aber ja, ist ja auf jeden Fall erstmal gut, was Interessantes, Neues, kann man mal wieder was ausprobieren. Apropos ausprobieren, wir hätten ja gerne auch den schwarzen Farbton bei der Ultra 2 ausprobiert, aber das Gerücht lustigerweise, das lässt mich gar nicht los, weil es ist ja so, es gab kaum ein Gerücht, dass das so als feststehend behandelt wurde, wie dass das Alleinstellungsmerkmal der Ultra 2 auch in der Mangelung weiterer großer Features eben ist, dass man sagen kann, hey, guck mal hier, ich habe eine schwarze Uhr. Und nein, keine schwarze Apple Watch Ultra 2, sondern eben die Farbe des Vorjahres. Ja. Was kann die sonst noch? Ja, also genau, Michael, ich war auch sehr, sehr traurig, dass es sie nicht jetzt in einem schwarzen Gehäuse gibt. Ich mag das Titan, ich finde das Titan schon schick, aber ich bin jemand, der auch tendenziell immer irgendwie zu grauen und schwarzen Gehäusen greift. Insofern hätte mich ein schwarzes Titangehäuse hätte mich durchaus auch, hätte ich für attraktiv erachtet. Aber davon abgesehen ist es bei der Ultra 2 ja so letztlich gewesen, wie auch bei der Series 9,
dass sie halt eben den neuen Chip reingebastelt haben, dass sie an der Display-Helligkeit geschraubt haben, was super ist, aber schon die erste Apple Watch Ultra halt ein sehr helles Display bietet. Auf der anderen Seite ist, also ich meine, die Ultra kann natürlich immer davon profitieren, noch heller zu sein, weil wenn du sie halt wirklich draußen irgendwo auf dem Berg oder was weiß ich, wo halt die Sonne wirklich sehr gleißend ist, du willst dann schon sehen, was auf der Uhr ist, und das ist sicher von Vorteil. Also das Taschenlampe. Sind alles gute, ich sag nur die Taschenlampe mit irgendeinem so Boost-Modus, das, den das ich noch nicht doch, ganz verstanden habe. Das ist doch großartig. Das ist, also du hast sozusagen eine Mac-Lite am Arm. Also das ist ja eigentlich auch ein super. Ja, ich weiß nicht, ob die wirklich Mac-Lite-Modus erreichen, wäre ich mir noch nicht so sicher. Aber sie wird sicher, sollte auf jeden Fall heller sein als bei der ersten Generation. Ja, also das sind schon, also sind auch da sind es wieder diese kleinen Elemente. Und auch da haben wir gesehen, dass sie in ihrer Geschichte rund um die Ultra, da vermischte sich einfach viel, was mit der Ultra 2 wenig zu tun hatte, weil all diese Funktionen, auch das neue Ziffernblatt, was sie da gezeigt haben, ist alles Software und kommt auch alles auf die Ultra 1. Also das sind alles Elemente, die man auf seiner 2022er Apple Watch Ultra einfach auch haben wird mit WatchOS 10, dann mit dem Update, was ja am 18. September erscheint und über das wir sicher dann auch nochmal in einer eigenen Sendung länger sprechen werden. Nee, ich glaube, das Entscheidende bei der Ultra war vielleicht sogar in diesem Jahr, dass sie den Euro-Preis halt ein bisschen nach unten korrigiert haben. Mhm. Weil der war ja, der US-Preis von $800 ist gleich geblieben, aber der Euro-Preis war im letzten Jahr ja war ja genau die Tausender-Marke und jetzt ist er halt auf 900 runtergegangen. Macht schon einen Unterschied, würde ich sagen. Mhm. Und ist halt einfach, liegt halt näher an dem, was du in den USA auch bezahlen würdest, wenn du noch irgendwie Umsatzsteuer drauf rechnest. Also das ist natürlich einfach, die anderen Watches sind auch wieder die normale, die Series 9 ist, glaube ich, so um die 50 Euro wieder billiger geworden. Also sie sind wieder auf ein altes Level zurück. Wir haben halt im letzten Jahr einen sehr schlechten Euro-Kurs bekommen von Apple, wenn du so willst, der alles teurer gemacht hat, durch die Bank weg. Und jetzt hatten wir die Gegenreaktion, es hat jetzt nicht alles super billig gemacht, aber wir sind wieder auf dem Niveau von davor irgendwie zurück hingependelt. Aber ich muss sagen, es hat mich schon ein wenig überrascht, weil erstens, Apple ist mal schnell dabei, Preise hochzusetzen, aber selten setzen sie runter. Mm. Also, dass sie uns diese Währungsdifferenz dann wiedergeben, jetzt wo der Euro besser steht, hätte ich nicht eine Wette unbedingt darauf abgeschlossen. Erst recht nicht, weil sie einen guten Grund gehabt hätten, es beizubehalten, nämlich die hohe Inflation, die wir im letzten Jahr gehabt haben. Sie hätten ja spielen sagen können, dass das einfach Inflationsausgleich ist jetzt halt auch höher. Deshalb, sie behalten gnädigerweise die Preise, so und erhöhen sie nicht. Richtig. Aber dass sie tatsächlich etwas dann wieder zurückgeben sozusagen beim Preis, also dass sie senken. Das finde ich ist schon spannend. Macht, finde ich, die Ultra aber auch deutlich attraktiver als mögliche Alternative für die Series. Auf jeden Fall, weil jetzt ist sie ja wirklich da, wo damals auch die nochmal, also die ist ja jetzt schon nah an der Edelstahl-Version von der Series 9 oder halt der normalen Reihe. Und dann bist du mit der Ultra, hast halt Titan statt Edelstahl, aber Mobilfunk ist ja sowieso mit an Bord und hast halt das größere Display und hast den größeren Akku und die ganzen, zumindest aus meiner Perspektive auch und ich glaube auch aus deiner Perspektive, die ganzen Vorteile, die die Ultra halt mitbringt als eine größere Uhr, wenn man eben eine größere Uhr am Handgelenk tragen möchte. Und damit sehe ich sie schon sehr attraktiv, gerade wenn man sie direkt mit der Edelstahl-Variante von der Series 9 oder Series 8 vergleicht. Ja. Ich glaube, das Dilemma der Ultra war, Apple war eigentlich in der Pflicht, jetzt eine Ultra 2 herauszubringen, weil sie konnten nicht den deutlich besseren S9 in die Series 9 einbauen und die Ultra, das teuerste Modell auf dem alten Stand, das ja nun, wie du ja schon sagtest, jahrealten Basisprozessors belassen. Sie mussten das gehen, aber sie hatten eigentlich nichts anderes großartig anzukündigen. Und deshalb haben sie jetzt diesen ganzen Brimborium da drum aufgebaut, das ganze Brimborium. Und am Ende netto ist es eigentlich im Wesentlichen das Prozessor-Upgrade. Ja. Aber spannend für alle, die jetzt ein Jahr ausgehalten haben, die jetzt gesagt haben, ich gehöre jetzt nicht zu den Pionieren. Man kriegt jetzt also für weniger Geld den noch besseren Prozessor mit allen Vorzügen, die Ultra hat. Ja, und der Preis der letztjährigen Ultra, der war ja so, hat sich ja im Handel jetzt so langsam so auf die 900-Euro-Marke zu bewegt. Und wenn wir jetzt sozusagen die neue von Apple für 900 bekommen, kann man darauf spekulieren und hoffen, dass die sich so mal langsam Richtung 850 und vielleicht dann irgendwann auch mal Richtung 800 Euro bewegt. Und so langsam kommt man dann vielleicht mal in Preisdimensionen, wo es
etwas weniger schmerzhaft wird. Wir wollen ja nicht gleich übertreiben, Leo, ne? Also ja, kleinen Finger, ja, ganze Hand. Jetzt ist es mit mir durchgegangen. Bei der Ultra geht es immer mit mir durch. Für mich hat die hat so viel frischen Wind halt in die Apple Watch letztes Jahr gebracht, dass ich ihnen da auch es nicht vergräme, dass sie in diesem Jahr jetzt einfach nur den Prozess. Das ist eigentlich gut. Ich meine, das ist auch, ist okay, weil die Ultra war so, wie sie war letztes Jahr, war das ein sehr, sehr schönes und stimmiges Produkt, finde ich. Und das ist sie immer noch. Und jetzt einfach die zu aktualisieren, indem du innen praktisch ein bisschen Komponenten und das Display nochmal heller schraubst in irgendeiner Form, wie auch immer sie das gemacht haben, das ist schon, ist einfach eine zumindest okaye Modellpflege, würde ich sagen. Ja, gut, die Gelehrten streiten sich immer darüber, ob dann gleich die neue Zahl so gerechtfertigt ist, weil das suggeriert natürlich immer, dass da etwas Größeres passiert ist. Ist richtig. Du kannst ja nicht mal ästhetisch jetzt wirklich unter Beweis stellen, dass du jetzt das neueste Modell hast. Was mich zu der Frage führt, bevor wir zu den iPhones kommen, und das ist aber eine Frage, die kann man übergreifend für alle Produkte stellen. Wir haben jetzt nicht so viele, so große Sprünge gesehen bei den Features. Wir wissen bei Apple aus diversen Biografien von Apple-Verantwortlichen, dass diese Entwicklungszyklen für die Geräte immer so 2-3 Jahre zurückreichen. Dann hat man die Arbeit aufgenommen eigentlich schon an dem, was wir jetzt erst sehen. Und das ist, wenn wir das rückrechnen, ja die schlimmste Lockdown-Phase der Corona-Zeit. Auch für Apple war das ja nun mit großen Umstellungen verbunden. Remote-Arbeit, ungewohnt, total ungewohnt für Apple, wo absolute Präsenzkultur herrschte. Zweitens, auch der Link nach China war ja unterbrochen. China hatte Einreisesperren. China war auch selber im Lockdown und Apple-Ingenieure konnten jetzt nicht so ungestört, wie sie es sonst gemacht haben, zu Fabriken, Zulieferern fahren, neue Bauteile aussuchen, experimentieren mit neuen Fertigungsstrecken und. Lange Rede, kurzer Sinn. Denkst du, dass diese Phase auch mit Einfluss genommen hat auf das, was wir jetzt sehen, dass vielleicht diese etwas lahmeren Jahre, sage ich jetzt mal überspitzt, auch ihren Ursprung darin haben, dass wir jetzt erst diese Corona-Auswirkungen haben? Weil im ersten Moment war es ja so, und da haben wir ja damals gestaunt, wir haben ja gesagt, wow, dass sie so viel hinkriegen, obwohl es gar nichts geht momentan. Ne? Das war ja noch anders. Das kam noch aus ganz älteren Pipelines dann rausgefallen. Das stimmt, ja. Also der Schock der Anfangs-Corona-Zeit bis sich das alles wieder ein bisschen wahrscheinlich zusammengeschoben hat, auch im Unternehmen, ist wahrscheinlich eine Konsequenz davon, ist sicher, dass wir das gerade in diesem Jahr vielleicht und auch im letzten Jahr kann man ja auch schon drüber diskutieren, dass die Schritte sehr klein wirken, die Verbesserungen sehr klein wirken und man drüber diskutieren kann, große Sprünge zumindest haben wir dieses und letztes Jahr ja auch nicht gesehen. Wir haben viele tolle kleine Verbesserungen gesehen in den Details bei den Produkten, aber es fehlte halt das Riesending. Auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt die ja inzwischen auch rausgefallene Vision Pro, die natürlich wahrscheinlich schon länger als diese 2 bis 3 Jahre in Entwicklung war, aber die ja auch irgendwas abgezweigt hat aus Apples Kräften. Also natürlich auch schon in den letzten Jahren Kräfte abgezogen hat von vielleicht anderen Projekten, sei es auch Software, sei es Hardware. Und ich meine, unendlich skaliert halt Apple auch nicht, trotz seiner Größe, was irgendwie die Zahl der Ingenieure und Softwareentwickler angeht. Du kannst halt nur so und so viele Leute an einem gewissen Punkt auf ein Problem dann draufschmeißen und immer noch irgendwie effektiv vorankommen. Und ja, also ich glaube, da ist es auch okay, kleinere Schritte zu gehen. Und es ist, da kommen wir jetzt ja gleich vor allem zum iPhone, weil da ist es ja immer noch, ist es natürlich das Konsequenz, die Konsequenzen größer, wenn die Entwicklung sich verlangsamt. Bei der Watch ist es halt so, ja gut, kaufen vielleicht mal ein paar Leute mehr oder ein paar Leute weniger die Watch, das macht dann unterm Strich. Ich meine, sie spielt ja inzwischen schon auch eine größere Rolle auf Apples Bilanz, ne? In den Geschäftszahlen, zumindest dieser Wearables-Bereich, der ist ja durchaus ein Segment, der vor allem lange Zeit halt ein sehr starkes Wachstumssegment war, der inzwischen schon erstaunlich groß geworden ist. Aber das iPhone ist natürlich andere Dimension und das große Ding, was halt, wo nichts schieflaufen darf eigentlich.
Lustigerweise las ich am Abend der Keynote, da schrieb jemand, Leute, was erwartet ihr? Wir leben jetzt im Zeitalter des Spatial Computing. Das iPhone-Event ist jetzt Nebensache. Das fand ich so absurd, dass jetzt klingt, aber irgendwie war es ja auch gemessen an der Legendenbildung im Sommer, wo dann gesagt wurde, so das neue, in gewissermaßen wieder neue Dekade, ne? Jetzt, das ist das große Ding. Ja, eigentlich konsequent, wenn das iPhone jetzt dem nicht die Show stiehlt, sondern halt zurücktritt und sich solide weiterentwickelt. Aber gut, wir wollen jetzt nicht schönreden. Vor allem wollen wir jetzt mal drüber reden über das iPhone. Ja. Und da fangen wir jetzt an mit dem Standardmodell iPhone 15, iPhone 15 Plus. Ich muss ja sagen, da muss man ja differenziert gucken. Man muss ja auf der einen Seite sagen, klar, also erstmal die Standardmodelle sind ja schon seit Jahren nicht mehr der Quell der Innovation, beziehungsweise nicht die Innovationstreiber. Da hat Apple mehr und mehr eben die Komponenten des Vorjahres der Pro-Generation dann übertragen, sinnhaft ist das, da ist es nicht so, dass sie mehr so gleich auf sind, wie wir das vor ein paar Jahren noch gesehen haben. Andererseits ist es ja, glaube ich, schon so, das iPhone 15, kann man ja sagen, bietet Käufern doch deutlich mehr im Vorjahresvergleich, als das jetzt beim iPhone 14 gegenüber dem 13 war, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das würde ich auch sofort unterschreiben. Ich würde sogar sagen, dass das iPhone 15 das ganz klar beste Einstiegs-iPhone ist seit dem iPhone 12. Also das ist, denke ich, ist sehr deutlich, weil es sind nicht viele Elemente, die sie unterm Strich jetzt gemacht haben, aber es sind mehrere Elemente, die ich als ziemlich entscheidend finde, je nachdem, auch da bleibt wieder die übliche Frage, wie man natürlich sein iPhone benutzt, aber für einen ist es wichtiger, für einen anderen ist es weniger wichtig, aber ich bin sehr erfreut, man war auch das Gerücht, aber es ist freudigerweise auch so passiert, dass sie die Dynamic Island jetzt eben auf die Einstiegsmodelle ohne Pro-Zusatz gebracht haben und damit hoffentlich natürlich eben auch zu einer weiteren softwareseitigen Verbreitung beitragen, weil ich möchte sie immer noch nicht missen. Also sie ist nicht hyper essentiell, sodass man sagt, das ist irgendwie iPhone kann man nicht mehr benutzen ohne Dynamic Island. Das ist sicher Quatsch. Aber es ist eine nützliche Zusatzfunktion und je weiter die sich ausbreitet, desto netter ist die natürlich und je mehr Apps die unterstützen und diese Ausbreitung auf alle Modelle wird sicher dazu beitragen, hoffe ich zumindest, dass viele weitere Entwickler auch daran denken. Da gibt es ja noch was. Lass uns das integrieren. Ja, ich glaube, die Dynamic Island ist eigentlich von vielen Ansätzen, die Apple in den letzten Jahren gezeigt hat, wo sie ja so ein einzigartiges Feature haben wollten. Ich denke so 3D-Touch zum Beispiel, so Ideen, die potenzialreich waren, aber dann in der Allgemeinheit nicht verfingen, ist die Dynamic Island ja wirklich so ein Ding, wo man sagen kann, nach einem Jahr, wenn man das in Gebrauch hatte auf den Pro-iPhones, das fühlt sich so an, als wenn es immer schon da gewesen ist. Das ist so wirklich in so eine Symbiose eingegangen mit diesem UI, dieser User Experience, die man beim iPhone hat. Und das ist eigentlich, das ist immer so der Gradmesser, dass man sagen kann, okay, da hat Apple jetzt wirklich einen Hit gelandet. Da haben sie ein Feature geschaffen, was einfach passt. Und ich gebe dir recht, also ich glaube, ich rechne fest mit einer Zunahme von Apps, die davon Gebrauch machen. Wir sehen jetzt schon sehr viel mehr in der Erwartung, weil das ja auch schon seit Monaten gerüchtet wurde, dass das jetzt kommt. Aber ich denke, jetzt werden die letzten Entwickler ihre Skepsis aufgeben und werden das dann unterstützen. Und da werden wir noch viele interessante Anwendungen einfach mit Zusatznutzen. Ich nenne es mal Zusatznutzen. Das ist halt wirklich so ein Feature, was halt dann dir manchmal eine witzige Anzeige noch dazu gibt, die einfach nützlich ist da. Ja, also wer sie noch nicht selbst auf dem iPhone hatte, man darf sich da vielleicht nicht was grandios Weltbewegendes vorstellen, aber es ist so, dass es den Alltagseinsatz einfach so einen Tick angenehmer macht, sei es jetzt einfach nur ganz simpel, um irgendwie Musik oder Podcasts zu hören und halt die Wiedergabe zu steuern oder so dieses kleine Album oder halt Cover-Icon oben zu haben, das ist einfach ein nettes Element oder halt auch Basissachen wie den Timer da oben zu sehen, ist alles nichts hyper grandioses, aber es sind alles Kleinigkeiten, die iOS deutlich lebendiger machen als Betriebssysteme und halt diese Idee da, dass du einfach eine Hintergrundaktion halt auf die zugreifen kannst oder Informationen da beziehen kannst, das ist einfach eine sehr nützliche für ein Betriebssystem und ich bin froh, dass sie das gemacht haben im letzten Jahr und dass es jetzt halt
breitere Kreise zieht, anstatt wenn sie es jetzt nur beim Pro wieder belassen hätten, da hätte ich so ein bisschen Sorge eher gehabt. So, okay, wo steuert diese Dynamic Island hin? Aber jetzt habe ich das Gefühl, okay, die werden wir dann hoffentlich doch länger, die wird uns länger begleiten. Das war meine große Sorge im letzten Jahr, dass das so eine Wiederholung des Touchbar-Dilemmas wird, die ja einfach auch gescheitert ist, meines Erachtens, weil sie einfach auf zu wenigen Geräten war und die Entwickler nicht massenhaft draufgesprungen sind, weil sie gesagt haben, was bringt es da, eine Steuerung zu unterstützen, die kaum einer oder viel zu wenige haben. Ja, also das ist auf jeden Fall, da haben sie was Schlaues gemacht. Wenn wir bei Kunstgriffen sind, muss ich auch sagen, auch wieder ziemlich äpplich, aber lustig und nützlich vor allem, dass sie ja jetzt diesen 48-Megapixel-Sensor, den wir im Vorjahr bei der Hauptkamera ja schon des iPhone 14 Pro hatten, jetzt übertragen haben, soweit so wenig überraschend, dass sie allerdings daraus jetzt einen Tele-Zoom stricken, einen optischen, weil man einfach da mal ein schönes 12-Megapixel-Bild aus dem 48er rausschneidet. Ja. Das muss ich sagen, ist ja richtig raffiniert und vor allem ja auch etwas, was ja den Besitzern des Standardmodells wirklich zu einem Feature verhilft, was ich persönlich in den letzten Jahren sehr stark vermisst habe. Ich meine, zweifach ist jetzt nicht die Welt, aber immerhin ist es mal wirklich ein Anfang. Ja, also ich würde sogar sagen, zweifach ist die Welt. Zumindest die Welt des Fotografen. Also ich meine, ohne so ein 50mm Objektiv kannst du eigentlich nicht fotografieren. Also insofern, diese Zoom-Stufe, die sie jetzt halt auf dem Basismodell damit wieder platziert haben, ist eine, die zumindest mir auch extrem wichtig ist, wenn ich halt einfach fotografiere. Und das ist was mir wirklich auch massiv gefehlt hat, einfach bei diesen Zweier, bei den Dual-Kamera-Systemen, dass das halt nicht mehr in der Form vorhanden war. Und eben, das war ja mit dem, sie hatten es ja, das ist ja zwischen, auch mit dem 13 Pro war das ja, weil sie da diese schräge Zoom-Stufe irgendwie 2,75-fach oder was das war, da hatten sie noch so eine schräge Stufe mit drin, da war auch diese Zweifach, das 50mm-Äquivalent, das war einfach weg für eine Zeit. Und das kam dann mit dem 14 Pro, kam es zurück mit diesem lustigen Trick, halt den großen Chip zu nehmen und einfach aus dessen Mitte dann halt 12 Megapixel sich rauszuziehen und damit diese Art von Foto am Schluss oder diesen Art von Bildausschnitt dann zu gestalten. Und dass sie das jetzt auf die Basismodelle gebracht haben, als zusätzliche Option, eben damit auch diesen Zweifach-Zoom zu haben, mit diesem sehr, wie ich finde, sehr attraktiven Bildausschnitt. Das ist sehr erfreulich und zusätzlich natürlich auch, dass du durch den 48 Megapixel kannst du jetzt natürlich auch, du kannst kein Pro-RAW schießen, weil das ist natürlich den Pro-Modellen vorbehalten, aber sie haben trotzdem jetzt angefangen, auch in ihrem eigenen Hive, oder Apple sagt offensichtlich Heave dazu, was ich ja auch lustig finde, zu ihrem eigenen Heave-Dateiformat halt wenigstens 24 Megapixel Bild schießen, die schon so ein Kompromiss wahrscheinlich von Größe und Qualität dann am Schluss sind, sodass du also auf jeden Fall ein, ja, sagen wir mal, wenn, sobald du halt anfängst rein zu zoomen in Bilder, gerade Landschaftsbilder ist ja so ein Ding, dann wirst du hoffentlich da auch beim Basismodell schon einen deutlichen Unterschied spüren, weil das war halt jetzt letztes Jahr bei den Pro-Modellen wirklich ja der große Schritt halt gewesen, aber du musstest da ja auch immer die 48 Megapixel, die musstest du ja extra aktivieren und dann hattest du halt nur Pro-RAW als Option und das war natürlich auch eine Einschränkung dann auf einer gewissen Ebene und jetzt, das kommen wir ja auch zu den Pro-Modellen dann gleich noch, haben sie halt diese Mischung, diesen Mix gemacht, nee, wir machen ein, sagen wir mal, gefälligeres Format, was man auch dann einfach teilen kann und was halt sich dann irgendwie als JPEG rausgeworfen wird am Schluss, wenn man das jetzt irgendwie zu Instagram hochwirft, aber du hast halt eine viel, viel höhere Auflösung als vorher. So ein paar Features können wir protokollarisch einfach mal aufnehmen, also zum Thema Kamera ist es noch wichtig zu erwähnen und das kann Apple ja auch mal gut, dass sie jetzt dann da Kamera-Features per Software dann da liefern beziehungsweise optimieren. Smart HDR ist ein bisschen besser geworden. Der Portrait-Mode bedient sich Machine Learning, um automatisch dann da angeworfen zu werden. Die Depth-Control, um dann bei Porträtfotos dann den Fokus dann hinterher auch noch jederzeit dann verlegen zu können. Also wirklich schöne Features, die Leute dann in ihrem fotografischen Alltag wahrscheinlich dann irgendwann bemerken werden, wenn sie so neu ist. Ja, und vor allem ein ganz tolles Ding, was Sie gesagt haben, oder was ich, glaube ich, für den Alltag extrem nützlich empfinden werde, jetzt für meine persönliche Nutzung, dass man den Porträtmodus halt nicht mehr von vornherein aktivieren muss, sondern man nachträglich sagen kann, die Fotoanalyse erkennt, da ist halt ein Mensch oder ein Hund, ja, das funktioniert ja auch mit Haustieren, Katze, was man auch immer man bei sich rumfliegen hat und da kann man
halt im Nachhinein dann sagen, nee, es ist ein Porträtfoto und halt diese komplette Palette, die sie halt anbieten, die ja mal glückseliger, mal weniger glorreich ist, was dann dabei rauskommt. Aber es ist halt jetzt mit der Möglichkeit, dann den Fokus noch nachträglich zu steuern und auch nachträglich zu sagen, das ist ein Porträtfoto. Das finde ich schon, ist schon ein Schritt weiter für die Kamera. Mhm. Display, wir sprachen drüber, es ist das Jahr der Erleuchtung, hier auch beim iPhone 2000 Nits, was eine Verdopplung dann ist. Also das ist schon recht deutlich spürbar für alle. Ja, jetzt sind wir beim Elephant in the Room, ne? Jetzt kommen wir zu einem Feature, das hier zuerst gezeigt wurde, dann natürlich aber auch das iPhone 15 Pro betrifft. Der Wechsel, der lang erwartete, von Lightning zu USB-C. 18 Sekunden hat Apple dafür gebraucht. Sie haben es immerhin nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Und beim Pro haben sie ja dann doch ein bisschen mehr auch dazu erzählt. Beim Basismodell ist es ja relativ, wenn man davon absieht, dass halt Leute plötzlich keine Kabel unter Umständen mehr haben, ist ja der Wechsel jetzt relativ unspektakulär, weil du hast einfach einen anderen Stecker am Schluss, und über den du halt lädst. Und sonst, er kann auch nicht wirklich mehr. Wir wissen jetzt noch nicht genau, man wird dann natürlich sehen, ob es irgendwie einfacher wird, bestimmte Peripherie einzustecken, aber da halt wir immer noch so auf USB-2-Geschwindigkeit, so wie Lightning halt auch immer war, limitiert bleiben, auch wenn du jetzt da zum Beispiel eine Festplatte oder irgendwie eine mobile, so eine kleine Festplatte ans iPhone anstöpselst, da darf man sich dann, also geht jetzt natürlich einfacher vom Anstöpseln, weil du halt einfach USB-C einsteckst, aber du hast halt immer noch das Basisproblem, dass die Schnittstelle halt einfach extrem langsam ist. Und ja, da sollte man sich dann vielleicht auch keine Wunder erwarten. Und auch vom Laden haben sie ja gar nicht irgendwie was Schnelleres versprochen, als jetzt irgendwie der Fall sowieso war, je nachdem, was du halt für ein Netzteil benutzt. Also wenn man irgendwie USB-C-Netzteil, ein anständiges benutzt, dann kriegt man ungefähr genauso schnell Strom rein wie vorher auch. Aber offen, ja, vielleicht, wir werden es messen, sobald wir sie im Testlabor haben. Aber ob du da wirklich schneller Strom reinbekommst, sieht nicht danach aus. Also von den ganzen wilden Spekulationen, die es im Vorfeld gegeben hat, wie sie das einführen und so weiter, fand ich, war das eigentlich der optimale Weg. Sie haben es einfach gemacht, ja. Punkt eins, das ist schon mal sehr gut überhaupt. Ja, ja. Und die haben nicht noch ein Jahr gewartet, was die EU ja zugelassen hätte. Und zweitens, sie haben es unspektakulär gemacht. Sie haben es nicht versucht, uns da einen Bären auf die Nase zu binden, von wegen, hey, Lightning Pro kursierte ja so vorher als Gag dann im Netz. Oder irgendwie so ein Marketing-Stunt, um uns dann schön zu reden, dass sie ja jetzt eigentlich die Letzten mit sind, die als Smartphone-Hersteller auf USB-C gehen. Also wunderbar, kann man Haken dran machen, glaube ich, und ist auf jeden Fall für die Zukunft halt eine positive Entwicklung. Ja, auf jeden Fall. Ich musste trotzdem darüber lachen, als dann so in so einem Nebensatz eingestreut wurde, diese Schnittstelle, die wir seit Jahren an Macs und iPads benutzen, so, ja, aber warum nicht am iPhone? Das war halt einfach mal so, irgendwie die Fragezeichen sind halt immer größer geworden. Aber du hast schon recht. Also ich glaube auch, dass sie diese Problematik, in die sie reingeraten sind, selbstverschuldet natürlich, dass sie die natürlich jetzt clever aufgelöst haben. Weil wenn sie ein Riesenbrimborium drum gebastelt hätten, wie toll sie die beste USB-C-Schnittstelle der Welt ins iPhone gebaut hätten, das wäre auch albern geworden, ja. Ja, kurz, aber schmerzlos. Ja, ich habe hier auf meiner Liste ansonsten für das iPhone 15 nur noch das Thema Notruf-SOS, was für wilde Gegenden wie Südniedersachsen und Hessen jetzt auch ermöglicht, wenn es denn schon hier angeboten wird, dass man einen Pannenservice ruft. Aber ist ja erstmal nur in den USA möglich. Ja, das kommt dann sicher. Aber da weiß nicht, kann der ADAC schon Satellitennachrichten empfangen? Weiß nicht, vielleicht müssen die dann noch die Infrastruktur schaffen. Kriegen noch eine Satellitenschüssel von Apple dahingestellt. Aber es ist ja schon interessant, das war ja auch so eine Frage, wie dieses Satellitensystem sich weiterentwickelt, ob Apple, ja, was für Anwendungen Apple sich da noch erdacht hat, weil es ja auch eine riesige Infrastruktur ist und es wäre eigentlich ja ein bisschen tief gestapelt, die wirklich nur für Notrufe und nur für diese Wo-ist-Nachrichten oder Benachrichtigungen dann zu verwenden. Sie geben uns jetzt einen Vorgeschmack, was sie uns nach wie vor nicht verraten ist, was es dann nach den 2 Jahren kosten wird. Das große Geheimnis wird nicht gelüftet. Also das werden wir wohl erst langsam in Richtung nächsten Oktober sehen, wenn dann für die 14er Reihe das langsam abläuft, diese 2-Jahres-Frist, ja. Ist interessant, aber natürlich, es ist wahrscheinlich auch sinnvoll gewesen, weil sie vermutlich in diesem ersten Jahr des Betriebs gemerkt haben, dass ein Großteil der Notrufe darauf hinausläuft, dass
mein Auto funktioniert nicht mehr oder ich bin gegen einen Baum gefahren oder mir ist der Reifen geplatzt oder sowas. Ja, in den USA gerade, wo du riesige Flächen hast, wo halt keine Mobilfunknetzabdeckung ist oder schlechte Mobilfunknetzabdeckung und dann Leute einfach eine ganz simple Panne haben und dann muss jedes Mal halt ein Notrufzentrum aktiviert werden, wo das darauf eingerichtet ist, halt wirklich, sagen wir mal, zu ernsthaften Not. Ich meine, eine Autopanne kann auch irgendwie bedrohlich sein, wenn du im Nichts bist, ja, weil dann je nach Situation kann das ja auch eine bedrohliche Situation werden. Aber trotzdem ist es, glaube ich, sehr sinnvoll gewesen, das jetzt tatsächlich zu trennen und zu sagen, wenn du eine Autopanne hast, kannst du auch über Satellit nach Hilfe rufen. Da musst du aber nicht irgendwie so ein ganzes Notfallteam beschäftigen, die sich dann alle überlegen, wie viele Hubschrauber sie aussenden und wen sie da irgendwie, wen sie da auf die Reise schicken von irgendwelchen spezialisierten Rettungsteams. Kostet ja auch alles Geld. Ich meine, wo auch immer das dann am Schluss in den USA wahrscheinlich der den Rettungsdienst anruft. Also das sind ja alles schwierige Probleme. Und jetzt einfach dieses simple Element zu sagen, okay, du hast halt irgendwie den größten Pannenautomobilclub in den USA und wahrscheinlich sind da auch viel, so wie der ADAC halt bei uns, sind halt viele, sind sowieso Mitglieder und jetzt hast du halt eine Möglichkeit, die auch über per Satellit zu erreichen, wenn du halt irgendwo liegen bleibst, wo kein Mobilfunknetz ist. Also man wird sehen, wie sich das international entwickelt, beziehungsweise wo sie es dann auch ausrollen, denn ich denke, die USA sind ja ein Land, wo du ja tatsächlich eben auch dann entlegene Gegenden hast, auch wo du mit dem Auto fährst, wo du dann kein Netz hast. Gut, Deutschland mit dem Mobilfunkausbau ist auch so eine Sache, aber im Großen und Ganzen sollte man ja meinen, mit dem Netzausbau, den wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass das hier nicht ein Szenario ist, jetzt das so die Hauptverkehrsstraßen so massiv betrifft. Also ob das jetzt so ein Feature ist, wo Deutschland auf der Karte, auf der To-Do-Liste ganz oben steht bei Apple oder ob sie da andere sehr große Länder mit nicht so hoher Netzdichte im Fokus haben. Ich würde sie nicht verdenken, wenn sie dann zum Beispiel sagen, wir nehmen ein anderes Land erstmal, wo tatsächlich die weiße Flecken Prozentzahl noch eine ganz andere ist. Aber auf jeden Fall spannend. Mal gucken, wie das weitergeht. Und sie schließen ja zwei große Lücken in ihrer eigenen Satellitenabdeckung mit der Schweiz und Spanien. Das passiert jetzt auch. Also da große Freude, weil Europa ist damit jetzt langsam doch recht weitflächig dann von Apple-Satellitendienst abgedeckt. Das ist ja schon nett. Und gerade die Schweiz, als zwar nicht so groß, aber dafür besonders hohes Land oder sehr in die Höhe strebendes Land, da gibt es ja viele Ecken, wo du wahrscheinlich froh bist, wenn du so einen Satellitennotruf durchaus auch mal mit dir schleppst. Ja, ich hab mal von irgendeinem Schweizer gehört, der behauptet, da wäre ja... Du hast ja also auch eine Schweizer Quelle an der Hand. Ja, da wäre Vollabdeckung, da man bräuchte das gar nicht. Aber gut. interessant. Das werde ich irgendwann mal in den Schweizer Alpen, werde ich diese Aussage prüfen. Ja, damit sind wir eigentlich fließend oder können wir fließend übergehen zum iPhone 15 Pro, das ja auch einige dieser Features, die wir jetzt schon beim iPhone 15 diskutiert haben, also Notruf SOS, die Erweiterung ist ja auch genauso dann eben beim Pro-Modell mit dabei, aber einiges mehr. Und der erste Teil dieser Präsentation des neuen Pro-Modells ging ja um das erwartete Thema Werkstoff. Titan ist ja künftig das Mittel der Wahl. Und da kam eine Dame auf die Bühne und hat ja sehr ausführlich uns dann die Vorzüge angepriesen, bis hin zu, dass das auch beim Mars Rover eingesetzt wurde. Natürlich, ja. Wie groß ist deine Freude? Naja, also ich eigentlich finde ich es schon erfreulich unterm Strich, weil wir einfach diese Tendenz, dass die iPhones nicht nur größer, was schon ein Problem ist, sondern auch noch schwerer geworden ist und gerade die Pro-Modelle, das ist schon, also ich habe es zumindest zunehmend als Problem für mich im Alltagseinsatz empfunden, schon mit dem normalen Pro-Modell, vom Pro Max ganz zu schweigen. Und dass sie da jetzt mit Titan ja auch in dieser Hinsicht ein bisschen zurückkorrigieren, zumindest leicht. Und ich vermute, man kann den Unterschied schon, also manchmal beim Smartphone machen wenige Gramm Differenz, können schon einen merklichen Unterschied machen. Insofern, auch wenn es auf dem Datenblatt jetzt irgendwie sich nicht so grandios unterscheidet von den Vorgängern, denke ich, dass man doch einen anderen Eindruck nochmal im Alltag davon hat. Ansonsten ist es so, Titan ist natürlich ein nettes Material. Man sieht es bei der Apple Watch Ultra, ja, also es ist ein sehr schickes Material und es ist auch sicher ein sehr stabiles Material. Ich muss manchmal an mein Titan PowerBook G4 irgendwie aus dem Jahr 2000 denken, wo irgendwie alles an der Seite abgeblättert ist und was irgendwie allerhand ein Problem hat, aber ich glaube, aus diesen Zeiten von Fertigung ist Apple schon lang herausgewachsen, also da halte ich keine Sorge beim iPhone 15 Pro, dass das Titan plötzlich irgendwie sich auflöst. Das ist der Grade 5 dieser Titan.
Ja, da haben wir viel gelernt über Titan in diesem Segment. Ja, ja, aber ist ja schön. Und was ich so bislang gehört habe, also es gab ja einige Journalisten, die auch eingeladen waren ja zu diesem Apple-Event und konnten in der Hands-on-Area diese Geräte auch mal eben in die Hand nehmen, ist das, was du gerade beschrieben hast, dass es wirklich einen spürbaren Unterschied macht, wenn man so ein iPhone 15 Pro oder erst recht Pro Max hochnimmt. Ja. Also wer da ein Problem mit hatte mit dem Gewicht und gesagt hat, mir war das nicht zu groß, mir war es zu schwer, dürften die Karten jetzt neu gemischt werden. Das könnte die Attraktivität da sehr erhöhen. Worüber ich lachen musste, weil im Vorfeld ja spekuliert wurde, dass Titan auch das Fingerabdruckproblem löst. Und dann hatte man vor allem, glaube ich, von The Verge das Hands-on die Fotos gesehen, wo einfach diese Titan-Gehäuse voller Fingerabdrücke waren. Und es war so richtig auffällig. Also wer Hoffnungen hat, durch diesen Materialwechsel ein iPhone zu bekommen, was nicht mehr Fingerabdrücke anzieht, der wird sich vielleicht davon lösen müssen oder doch mit einer Hülle dieses Problem umgehen müssen. Also schlimmer als dieses Piano-Lack iPhone. Da kann es ja nicht mehr werden. Ne? Das war ja in jeder Hinsicht anfällig. Ja, für das braucht man so ein Wischtüchchen, wo man kontinuierlich nachlackiert oder ja, nicht lackiert, aber wischt. Selbst damit hast du dann einen Mikrokratzer noch reingehauen. Wahrscheinlich musstest du wirklich nachlackieren, um es perfekt zu machen. Ja, ist richtig. Ist richtig. Eine kleine Mini-Lackierstraße zu Hause haben. Ja, dann haben wir künftig beim iPhone 15 Pro den Action-Button. Auch ein alter Bekannter, also lustigerweise, ne? Viele alte Bekannte von der Apple Watch Ultra aus dem Vorjahr, die jetzt dann eben auf das Pro-Modell des iPhones rübergehen, der Action-Button. Ich glaube, relativ konfliktfrei, ne? Also keiner trauert doch jetzt diesem Switch-Button hinterher. Ja. Oder? Doch du? nee, ich persönlich nicht, aber ich habe so ein bisschen, mich hat die leichte Sorge beschlichen, dass Leute so im Praxiseinsatz damit so ein bisschen Probleme haben werden, weil du musst ihn ja wirklich gedrückt halten. Also du drückst den Knopf nicht einfach, sondern du musst ihn gedrückt halten, um die Funktion auszulösen. Und ich habe das Gefühl, dass das so ein komischer Disconnect mit den Lautstärketasten ist, weil die drückst du einfach und dann ändert sich halt die Lautstärke. Aber wenn du auf diesen Action-Button drückst, passiert wahrscheinlich mehr oder weniger gar nichts, sondern du kriegst vielleicht noch irgendein kleines Signal, dass du ihn halt gedrückt halten sollst. Oder also ich weiß es nicht. Also ich habe es, da ich es noch nicht in den Händen gehabt habe, kann ich nur spekulieren, wie sich diese Änderung auswirkt. Aber manchmal sind solche kleinen Änderungen wie Knöpfe, die können irgendwie, also ich meine, bei der Ultra hatten sie es einfach, weil der ist halt einfach dran und dann kann man sagen, ich benutze ihn oder ich benutze ihn nicht. Und natürlich gibt es auch Leute, die in Probleme reinrennen, weil sie sagen, ich benutze ihn, will ihn aber nicht benutzen. Also halt da Fehlauslösung. Ich weiß nicht, ob wir Fehlauslösungsproblem werden sie da offensichtlich umgehen, durch diese Variante zu sagen, nee, du musst ihn halt gedrückt halten und es reicht nicht einfach, ihn ja letztlich zu berühren oder leicht drauf zu drücken. Aber das Interface, was sie gestaltet haben, hat mir gut gefallen, um zwischen den verschiedenen Funktionen zu wechseln, die ja offensichtlich auch so ein bisschen mehr Flexibilität nochmal geben. Was sie gar nicht gemacht haben, ist eben verschiedene, also irgendwie Doppeldrücken, drücken und halten oder irgendwie so Morse-Signale, also verschiedene Funktionen irgendwie mit verschiedenen Mustern zu belegen. Das war ihnen entweder zu komplex, also sie fanden es vielleicht zu verwirrend, aber das ist ja auch was bei der Ultra zu Recht kritisiert wurde, dass der Action-Button in all seiner Flexibilität auch furchtbar unflexibel ist, weil du kannst eigentlich nicht super viel mit ihm machen am Schluss. Du kannst halt ein, zwei Funktionen irgendwie drauflegen. Und am Ende ist es ja eigentlich ein reines Software-Feature, also es könnten sie nachliefern und es wäre ja auch ohne weiteres möglich zu sagen, per Default ist es erstmal auf eine Funktion eingestellt und es gibt einen Pro-Mode, dass du sagen kannst, ich kann mir auch diese besagten Muster einstellen. Also per se muss ich erstmal sagen, ich finde es eigentlich eine gute Weiterentwicklung, weil dieser Switch-Button, ich persönlich habe den jahrelang nicht mehr gebraucht, weil ich sowieso mein iPhone immer auf Stumm habe. Und das Lustige ist, wenn ich dann mal das auf laut gestellt habe, bin ich dermaßen auf das Kontrollzentrum sozialisiert, dass ich dann darüber gegangen bin. Also meine einzige Gelegenheit, den nochmal zu gebrauchen, habe ich verschenkt, weil ich dann einfach intuitiv ins Kontrollzentrum gegangen bin. Ja. Aber ich meine, gut, wir müssen uns nicht drüber unterhalten, im Jahr 2023 ein Hardware-Button als große Innovation zu feiern, ist natürlich auch etwas kurios, aber gut, das nehmen wir gerne mal hin.
Nee, ich find's neu, bin immer gespannt an neue Elemente. Und beim iPhone ist auch interessant natürlich, was das auslöst und wie neue Leute es am Schluss nutzen und was für komische Elemente dieser Knopf vielleicht halt mitbringt. Also wie gesagt, bei mir eine leichte Sorge schwingt bei mir noch mit, dass das ein bisschen seltsamer sein wird. Auf der anderen Seite auch einfach diese simple Idee halt zu sagen, du legst halt die Kamera einfach da drauf, was jetzt für mich so ein Hauptnutzungsfall wäre. Aber auch da, dadurch, dass du halt drücken und halten musst, hast du auch wieder das Problem, dass du an einem wahrscheinlich nicht so super viel schneller bist, als wenn du halt einfach den Lockscreen zur Seite wischst. Ich meine, du kannst halt immer noch irgendwie das Telefon aus der Tasche holen und kannst halt drücken, ohne wischen zu müssen und so weiter. Aber ja, also auf jeden Fall ist es was Neues und damit was Interessantes. Ich glaube, das können wir so festhalten. Dann große Neuigkeit, das Zeitalter des Bionics ist vorbei. Ja, wo auch immer der jetzt hingegangen ist, der Herr Bionic. Ja, also wir haben einen neuen Prozessor. Wir haben jetzt, also das war ja erwartet worden, dass da die Pro-Geräte den A17 bekommen. Interessant war tatsächlich nach Jahren, wo immer wieder Bionic als Namenszusatz dran stand. Und ist es jetzt so, dass er jetzt neuerdings Pro heißt? Und woran würdest du das so rein von der Hardware festmachen, von dem, was Apple gezeigt hat? Warum dieser Namenschange? Ist da irgendwas absehbar, warum das so ist? Ja, also ich meine, das kann man auch wieder. Also es gibt eine negative Auslegungsvariante und eine positive Auslegungsvariante dieses Schrittes, den umzubenennen. Es ist ja sehr interessant, dass schon seit ein paar Jahren gefühlt sich ja von die Leistungssprünge sehr klein geworden sind von A-Chip-Generation zu A-Chip-Generation. Und natürlich spielen da immer mehr Sachen hinein. Sie haben ja mit Effizienz natürlich viel gemacht und sie machen viel mit Funktionen, die sie sozusagen rund auch noch mit auf den Chip draufnehmen in Richtung Videokonvertierung und natürlich KI-Zeug. Und also der Chip ist ja sehr komplex und macht viele Funktionen, sodass diese pure Prozessorkomponente ist halt ein Element. Und wie wir schon bei der Apple Watch vorhin ganz am Anfang besprochen haben, ist auch beim iPhone ja ein bisschen immer die Frage schwingt mit, ist mein iPhone zu langsam? Und da kann man eigentlich so, wenn man die iPhones der letzten Jahre anschaut, in den meisten Fällen Nein sagen. Natürlich gibt es Apps, die das ausreizen und natürlich gibt es irgendwelche Aktionen und Prozesse, die du ausführen kannst, die entsprechend und gerade auch mit KI-Zeug, was man ja irgendwie Stable Diffusion-Apps, die du halt irgendwie dann Bilder generieren kannst. Und natürlich ist super, wenn du da das Maximum an Leistung auch Prozessor- und GPU-seitig dann da irgendwie aus dem Chip abrufen kannst. Aber ich glaube, so für den Alltagseinsatz ist der A-Chip-Reihe seit vielen Jahren absolut überdimensioniert an der Leistung, die sie da bringt. Und deshalb kam ja auch dieses Jahr wieder irgendwie eine wilde Gaming-Demo, so Gaming auf dem iPhone, so, ja, das ist alles super, aber ich will halt nicht auf diesem verdammten iPhone spielen. Ja, selbst als nicht, jemand, der irgendwie, nicht. Also ja, ich meine, ich sage das immer mit Verwunderung, weil wahrscheinlich irgendwo kommt dann jemand und sagt, ja doch, er spielt nur auf dem iPhone, ist das beste Konsole, die es gibt. Und vielleicht kann man dieses Argument auch irgendwie führen, aber und es ist auch erfreulich, dass sie natürlich da in die Richtung was machen und weiterentwickeln. Und Spiele sind ja nach wie vor auch ein Riesending halt natürlich als Teil des App Stores, weil sie, glaube ich, sogar Apple Arcade als irgendwie revolutionär für die Spieleentwicklung am Rande bemerkt haben, wo es in meinem Kopf so, naja, leichte Skepsis sich aufgetan hat. Aber davon abgesehen, du hattest das vorhin ja auch schon gesagt, das war ja was auch schon für die 14 Pro-Generation so in der Gerüchteküche durchgereicht wurde. Also auch da sehen wir schon, dass auch die GPU-Weiterentwicklung, auch da geht es langsamer gefühlt voran, als es halt viele Jahre in sehr sprunghaften Schritten nach oben ging. Und jetzt sitzen wir halt auf sehr kleinen Verbesserungen von einem, ja, und das darf man immer, das hört sich dann immer so unzufrieden an. Wir sitzen ja auf einem extrem schnellen Chip oder wir haben sozusagen alle diesen extrem schnellen und sehr effizienten Chip in der Hosentasche. Und da ist es immer so ein bisschen schwierig, sich darüber zu beschweren, dass es jetzt irgendwie, der ist schon so schnell, warum ist er nicht noch schneller? Und man braucht eigentlich irgendwie so einen winzigen Prozentsatz dieser Leistung in den meisten Alltagsszenarien zumindest. Schwierig.
Ja, diese ganze Mobile-Gaming-Geschichte hat mich auch so ein bisschen ratlos zurückgelassen und ich habe mich gefragt, ob das jetzt wirklich so ist, dass Apple da gerade auf dem Sprung ist, alle Spielekonsolen abzulösen, so wie sie das dargestellt haben, oder ob es für sie selbst nicht eigentlich in Wirklichkeit ein Muss war, jetzt dieses Raytracing endlich anzubieten, weil ich wurde hellhörig an einer Stelle, als gesagt wurde, dieser Titel war eigentlich nur für Konsolen geplant. Und das zeigt mir so ein bisschen, dass der Spielezug schon im Begriff war, an Apple vorbeizufahren, weil nämlich die Spielekonsolenhersteller eben GPUs eingebaut haben, die Fähigkeiten hatten, die Mobilprozessoren nicht haben. Und dass da das iPhone jetzt wieder in diesen Ballpark zurückkehrt, der für Apple, wenn man die App Store-Erlöse anguckt, von sehr großer Bedeutung ist, denn da, sie machen da sehr viel Geld damit, dass dann eben die ganzen Spielestudios dann ihre Spiele dort offerieren, auch dann mit entsprechenden In-App-Käufen versehen. Also das ist eigentlich eine strategische Weiterentwicklung für Apple, von der im besten Falle natürlich auch die Leute profitieren, die es nutzen, weil sie einfach Spiele kriegen, die sie sonst vielleicht nicht mehr kriegen würden. Aber zeigt eigentlich so, dass diese Entwicklung ist jetzt nicht maßgeblich davon getrieben, jetzt die Leute glücklich zu machen, sondern erstmal zu sehen, dass Apple da eben seine strategischen Interessen und vertritt, was auch okay ist, weil ich finde eben, wie du schon gesagt hast, die Zufriedenheit der Nutzer, die an der Spitze steht, ist ja eigentlich schon seit Jahren erfüllt, weil die Alltagsanwendungen echt so schnell laufen, dass ich habe kein Problembewusstsein mit meinem Mobilfunkchip. Ich habe ganz andere Themen, die meisten haben andere Themen, die einen eher bewegen, Akkulaufzeit und solche Sachen, wo sie auch was gemacht haben. Energieeffizienz ist jedes Jahr ein Thema, aber Leistung ist bei mir echt so an letzter Stelle immer gewesen, zuletzt. Ja. Was übrigens auch ein interessanter Punkt ist, weil sie ja auch bei der Apple Watch, ebenso wie bei den beiden iPhone-Reihen, in Hinblick auf die Akkulaufzeit absolut nichts mehr versprochen haben als Laufzeiten, die wir bis jetzt auch im letzten Jahr kennen oder die Laufzeiten, die sie in den letzten Jahren fast immer letztlich versprochen haben. Also wir sehen keine Bewegung in die eine oder andere Richtung. Es ist einfach, ist so wie letztes Jahr. Und beim iPhone 14 Pro hatte ich das Gefühl, dass ich jetzt abgesehen von dieser Diskussion nach einem Jahr, ob jetzt irgendwie der Akku besonders erschöpft ist oder nicht, von dieser Diskussion abgesehen, hatte ich beim iPhone 14 Pro das Gefühl, dass da doch bei vielen Leuten so und auch beim Pro Max so ein bisschen so, das hält schon lang, aber es hält nicht so richtig lang. Also war irgendwie so ein Tick zu wenig gefühlt. Und für mich, ich meine, bei mir hat jetzt die Beta von iOS 17, die hat da nochmal alles durcheinander gebracht. Aber ich war ja auch jemand, der irgendwie vom Mini kam. Und das Mini hat ja von sehr begrenzter Akkulaufzeit. Und für mich war da das 14 Pro natürlich wieder was deutlich längere Akkulaufzeit hatte. Aber ich habe auch schon manchmal gemerkt, je nachdem, wie man es genutzt hat oder was irgendwie der Tag einem vorgeworfen hat, dass man da schon ein bisschen, dass es knapp werden konnte mitunter. Und das ist ein bisschen karg, wenn du nicht durch den ganzen Tag kommst, fand ich auch. Also da hoffe ich, dass sie jetzt trotzdem, auch wenn sie auf dem Datenblatt nicht mehr versprechen, hoffe ich trotzdem, weil wir hatten ja zumindest von den Specs, die so vorab rausgefallen sind, gesehen, dass offensichtlich sie auch an der Akkukapazität, wahrscheinlich zumindest, nochmal geschraubt haben. Wir werden es bald sehen, wenn dann die richtigen Geräte in irgendeiner Registrierungsdatenbank landen oder halt zerlegt werden, was die tatsächlichen Akkukapazitäten sind. Aber ja, also es wäre schon schön, wenn die ein bisschen mehr durchhalten würden, die neuen, sowohl 15 als auch 15 Pro. Aber ich finde es ganz interessant, so jenseits jetzt des Namens und so ein paar Folien, die Apple da aufgelegt hat, was der A17 Pro können soll. Es ist ja ein Chip, der vorher ja viel mehr für Furore gesorgt hat, weil gesagt wurde, ist der Auftakt in das Zeitalter der 3-Nanometer-Strukturbreite und dass diese Strukturbreite, diese Verkleinerung von, ich glaube, vorher waren es ja 4 zuletzt bei Apple, jetzt auf 3, dass das ja nochmal wie eben bei vorherigen Veränderungen einen Sprung bringen soll in Sachen Energieeffizienz, in Sachen Leistung. Und ich finde, die Vorführung war jetzt reichlich unspektakulär dafür. Ja. Also klar, man wird die Benchmarks abwarten müssen, vielleicht ist das Ding potenzialreicher als es ist und Apple hat einfach darauf verzichtet, das jetzt so zu betonen, weil wir ja auch in den Bewertungen früherer Keynotes gesagt haben, damit kannst du eben keinen Primelpot mehr gewinnen. Diese Grafiken, diese logarithmischen Kurven sind schön anzusehen, aber was hat man davon im Endeffekt? So, die Leute suchen eher das praktische Feature so bei ihrer Kaufentscheidung. Also da bin ich wirklich gespannt, weil mir schien das gestern reichlich unspektakulär und ich war zeitweise am Zweifeln, ob die überhaupt auf 3 Nanometer gegangen sind, weil ich irgendwie so dachte, also mehr ja, nicht. Also wenn sie es nicht nochmal deutlich herausgestellt hätten, dass sie den Sprung jetzt tatsächlich vollzogen hatten, da wurde ja auch teilweise schon spekuliert, dass der auch schon im letzten Jahr kam, wobei das sehr, sehr optimistisch war. Aber ja, wenn sie den jetzt
wenn sie es nicht so deutlich herausgestellt hätten, dass tatsächlich die 3-Nanometer-Fertigung da wirklich jetzt, also ist ja letztlich der erste Chip in der Größenordnung, der jetzt da gefertigt wird, auf wahrscheinlich für dieses Jahr zumindest mal. Und das ist schon ein Sprung und dafür ist sozusagen das, was rausgefallen ist von dem, was Apple zumindest präsentiert hat, ist sehr dürftig, das ist sicher wahr. Und ist natürlich die Frage, und die schwingt so ein bisschen als untergründige Besorgnis damit, was bedeutet das halt vor allem für die nächsten M-Chips halt für die Mac-Reihen auch, weil das heißt natürlich, wenn man zumindest einfach das so vor sich hin spekuliert, dass wir auch bei den M-Prozessoren halt wahrscheinlich nur unter Umständen relativ kleinen Sprung sehen werden im Wechsel von M2 auf M3. Ja, genau, schöner Verweis, weil auch da ist es ja so, dass es ziemlich gehypt wurde und dass jetzt in Frage steht. Der USB-Anschluss, du hast es vorhin schon kurz angedeutet, jetzt können wir intensiver drüber sprechen, der ist ja auf den Pro-Geräten leistungsfähiger. Ja, zumindest ein bisschen. Auch da kratzt so ein bisschen letztlich an der unteren Grenze. Also als tatsächlich der Begriff USB 3 fiel, fühlte man sich ja in so eine andere Zeit zurückversetzt. Und das hat mich erstaunt, dass sich Apple auf einer gewissen, ich meine, da sind sicher viele Elemente in diese Entscheidung eingefallen, aber dass sie sich irgendwo auch die Blöße geben, halt da nicht wenigstens Thunderbolt drauf zu schreiben, was sie ja zum Beispiel auf dem iPad oder auf dem Pro-iPad, zumindest dem iPad Pro, halt auch machen und da natürlich auch dann die entsprechende Leistung bringen. Das hat mich schon erstaunt, weil USB 3 war wirklich, fürs iPhone ist es ein Schritt nach vorne, aber halt nur, weil wir mit Lightning so lange halt auf USB 2 hängen geblieben sind unterm Strich und weil sich da nichts getan hat. Und jetzt USB 3 zu bieten ist okay. Ich meine, es ist, wie gesagt, ist besser als vorher, aber es ist halt natürlich auch nicht grandios. Also wenn sie wenigstens gesagt hätten, es ist halt Thunderbolt 3 oder es hätte einfach nur Thunderbolt gesagt, so wie sie es auch bei den Macs gemacht haben, wo dann irgendwie, ob es jetzt Thunderbolt 3 oder 4 ist, da geht es ja auch dann um Display-Anbindungen und Spezifikationen, die fürs iPhone ja nach wie vor offensichtlich relativ irrelevant sind. Das wird auch noch interessant zu sehen, was passiert, wenn das iPhone halt an Displays anschließt. Das sehen wir ja an den iPads, wie schwer sie sich getan haben, da irgendwie sinnvoll was mit einem zweiten Monitor zu machen. Und es ist ja immer noch sehr schade, weil gerade weil die ja ansonsten ja auch so ein leistungsfähige Geräte sind. Diese Vorstellung, was ja andere längst machen, Samsung mit seinem ganzen Dex-Ding und so weiter, dass du einfach das Smartphone nimmst und halt an einen USB-C-Monitor steckst und dann hast du halt ein Desktop-Betriebssystem, Betriebssystem, was halt auf einem großen Display sinnvoll läuft. Und das hätten sie ja auch. Ich meine, mit iPadOS und allen Elementen und Stage-Manager und so weiter. Und es gibt nicht so super viele Gründe, warum das nicht eigentlich einfach auch auf dem iPhone da sein sollte. Und dann könnte ich halt auf meinem iPhone zumindest mit Stage-Manager halt auf einem großen Display arbeiten. So blöd wäre es halt nicht, unterm Strich. Aber das ist Apple irgendwie zu blöd. Anscheinend, da wollen sie nicht in diese Konkurrenz treten mit iPad und vor allem nicht mit dem Mac. Ja. Tja. Ja, USB 3. USB 3 braucht man ja auch, um große Bilder zu übertragen. Das ist dann die Brücke, die ich jetzt bauen würde. Mal zu dem ja eigentlich ja auch im Vorfeld größten erwarteten Thema, was das Pro angeht. Aber auch da hat sich die Erwartung bewahrheitet. Das Pro Max geht ja deutlich gestärkt in diesem Modell ja hervor mit eben einer Kamera, die mehr Zoom bietet. Aber, jetzt muss leider schon wieder ein Aber kommen, es sind nicht 10-fach, es sind nicht 6-fach, es ist 5-fach. Ja. Ja, richtig. Ich glaube, das kann man einfach so stehen lassen. Auch da wäre es wieder sehr interessant zu wissen, was im Hintergrund abgelaufen ist, warum wir jetzt bei diesen, was haben sie, glaube ich, 120 Millimeter als Brennweite ins Feld geworfen, warum sie jetzt dabei gerade gelandet sind und dann halt bei diesem 5-fach-Zoom. Auch da ist es wieder, es ist besser als vorher. Es sieht vor allem so aus, was eigentlich das positivere Element ist, wo natürlich die Tests zeigen müssen, ob das unterm Strich tatsächlich der Fall ist, dass sie einen besseren Chip dafür verwenden und auch von der, also das ganze Kameraelement dieses Teles
Teleobjektiv, um es mal der Einfachheit halber so zu nennen, dass das insgesamt besser ist als das, was sie als Tele halt im 14 Pro und 14 Pro Max drin haben oder jetzt auch im 15 Pro weiterhin drin haben. Also das heißt, du hast sozusagen eine bessere Kameratechnik in diesem ganzen Ding und hast dann nicht nur diese etwas, die Möglichkeit, etwas näher an ein weiter entferntes Objekt zu kommen mit deinem 120 mm Objektiv, sondern du hast auch eine kriegst wahrscheinlich auch oder hoffentlich ein besseres Bild raus, wie wir bald hoffentlich dann auch sehen werden, wenn wir die Geräte zum Testen haben, ob das der Fall ist. Also das ist meine einzige zusätzliche Hoffnung, die ich dran knüpfe, dass wir da halt zumindest das ein sehr ordentliches Teleobjektiv ist dann von der Qualität, die dabei am Schluss rausfällt. Was mich ja sehr gefreut hat, da bin ich natürlich auch so ein bisschen beeinflusst jetzt noch durch die WWDC und die Demo mit der Vision Pro. Aber dass Apple mit den Kameras der Pro jetzt auch schon die Möglichkeit bietet, räumliche Videos aufzunehmen. Also das war ja alles andere als Gesetz, dass sie das jetzt schon bringen. Das ist doch eigentlich schön, ne? Wir können jetzt schon räumliche Videos machen für eine Vision Pro, die wir erst viel später bekommen. Ja, also es war faszinierend, weil ich es auch nicht erwartet hatte jetzt fürs iPhone 15 oder fürs 15 Pro. Die Ankündigung fand ich auch überraschend. Ist halt natürlich sehr interessant, was am Schluss dabei rausfällt und was du da als auf der einen Seite als Video hast, was dann auf dem iPhone ja erstmal auch als Video funktionieren muss in der einen oder anderen Form und was dann als Video und wie dieses Video dann auf der Vision Pro letztlich läuft und wie sich das von den 3D-Videos unterscheidet, die Vision Pro selbst aufnimmt, wobei wir bei der ja auch noch nicht genau wissen, wie Apple das genau macht. Das Problem von dieser 3D-Aufnahme ist ja letztlich, dass du hast ja einfach, das Kamerasystem ist ja furchtbar nah beieinander beim iPhone und bei der Vision Pro gab es ja zumindest die Überlegung, wenn sie halt beide Linsen benutzen, die ja sozusagen ein bisschen unter den Augen versetzt, rechts und links außen auf dem Display sitzen, dann kannst du diesen Effekt irgendwie vielleicht einfangen. Aber wie du das mit dem Kamerasystem vom iPhone machst, was halt eben nicht verteilt ist, auf beide Seiten zumindest oder so, wenn sie eine Linse auf der Oberseite des iPhones, eine auf die Unterseite des iPhones bauen, dann kannst du dir irgendwie vorstellen, ja okay, so kriegst du das irgendwie hin, dass es versetzt ist und dann kannst du das dreidimensionale am Schluss in das Video. Aber also ich bin sehr neugierig. Ich meine, die haben halt den Sensor, der LiDAR-Sensor ist natürlich da, da werden sie irgendwie Raum mitmessen und der Rest wird dann halt wahrscheinlich zurecht berechnet, ne? Weil du hast natürlich nur ein, oder die benutzen dann wahrscheinlich zwei Linsen und versuchen sich dann den Abstand irgendwie zurecht zu rechnen, um da dann am Schluss ein dreidimensionales oder dreidimensional wirkendes Video rausfallen zu lassen. Aber interessant, weil ich meine, Tim Cook hat am Anfang schon einmal plötzlich Vision Pro in den Raum geworfen, aber das war ja dann doch nochmal so ein bisschen auch so die Erwähnung, ja, wir haben dann noch so ein anderes Produkt, das kommt auch dann im nächsten Jahr zumindest, sie haben ja nicht wirklich Konkretes mehr dazu genannt, aber es hat mich trotzdem auch, hatte ich nicht mitgerechnet, dass wir die Kamerasystem dafür 3D-Videos schon als Funktion versprochen wird mit dem 15 Pro-Modell. Ja, insgesamt muss man ja sagen, hat die Vision Pro sich sehr zurückgehalten als Thema in diesem Event. Also das war ja auch so eine Unbekannte, wie stark Apple dieses Thema spielt, weil sie immerhin ja jetzt seit der WWDC Monate damit ja die Schlagzeilen bestimmt haben mit ihrem Ansatz des räumlichen Computers. Und es wäre ja ein leichtes gewesen, daraus weiter noch Kapital zu schlagen. Aber da haben sie den Ball relativ flach gehalten. Bis hin zu dieser etwas ominösen Ankündigung, dass man den Zeitplan halten werde, wo ich mich gefragt habe, wer hat ihn denn in Frage gestellt? Also das kam irgendwie so ein bisschen unvermittelt. So, es musste wohl nochmal betont werden. Damit nicht zu Weihnachten irgendwelche wilden Gerüchte dann da gestreut werden. Ja, zur Kamera. Also gut, ich meine, die Pro-User, die müssen weiterhin mit Dreifach-Zoom vorlieb nehmen. Da geht die Schere dann weiter auf. Gibt es da sonst noch etwas zur Kamera zu sagen, was jetzt noch besonders für dich so hervorsticht? Natürlich gibt es was zu sagen, aber gibt es für dich so Punkte, wo du sagst? Also das eine Element, was wir schon bei den Nicht-Pro-Modellen besprochen haben, dass sie eben dieses Zwischenformat, dieses HIVE, die Option halt in 24 Megapixel HIVE-Fotos rausfallen zu lassen über den großen Sensor, die geben sie dir ja auch beim Pro mit auf dem Weg und auch, glaube ich, auch 48, du kannst sogar 48 Megapixel HIVE aus den Pros rausfallen lassen. Also auch da bist du noch flexibler als vorher
mit dem Format, in dem du schießt und dann was da ans Bilddateien am Schluss rausfallen. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, weil, wie schon gesagt, sonst musstest du halt immer diese 48 Megapixel im ProRAW schießen und hattest dann diese 100 Megabyte großen Bilder, Einzelbilder. War dann natürlich auch manchmal ein bisschen witzlos, je nachdem, was man damit machen wollte. Also das ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt. Ist gut, dass sie das gemacht haben oder nachkorrigiert haben, wenn man so will. Und das andere, was ich sehr toll fand, dass sie, und das, da setzen sie natürlich auch wieder über ihre auf Computer gestützte Fotografie, aber es ist trotzdem, wenn die Bilder, die herausfallen, das entsprechend liefern, ist, dass sie ja die Hauptkamera Brennweiten flexibler gemacht haben. Also sozusagen, sie haben ja plötzlich gesagt, wir haben da drei Linsen, ja. Aus einer wurden plötzlich drei. Und ja, nehmen wir das mal einfach so hin. Linsenäquivalente war das doch, glaube ich. Ja, genau. Ja, also es war irgendwie, hat sich's multipliziert in schneller Form. Aber es ist natürlich auch da wieder, genauso wie dieses 50 mm Objektiv oder diese 50 mm Brennweite plus minus 50 mm Brennweite ein sehr wichtiger ein wichtiges Werkzeug für die Bildgestaltung ist, so sind natürlich auch diese drei, ich glaube, sie hatten 24, 28 und 35 sind es, glaube ich, die sie jetzt damit auf den Weg geben unter diesem einmal Hauptkamera. Und das sind natürlich auch so drei Elemente, weil wir haben nämlich gesehen, dass beim 14 Pro da ist die Hauptkamera, die ist von die Brennweite ist von 26 auf 24 praktisch so geworden, dass sich halt der Bildausschnitt etwas vergrößert hat, sodass die Hauptkamera schon einen Tick weitwinklig ist. Und das ist was nett sein kann, weil du natürlich mehr einfängst, aber je nach Motiv und dem, was du halt fotografieren willst, auch nicht so vorteilhaft ist. Und dass du jetzt halt den Bonus hast mit der Hauptkamera und dann eben auch mit dem kompletten, mit dem großen Chip, mit dem besten Sensor, den du halt das iPhone hergibt, halt diesen bisschen flexibler zu sein mit den Brennweiten, ist schon eine coole Spielerei auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Und wenn auch da wieder die Fotos halt halten, was sie versprechen, von der Qualität her, das ist eine super Erweiterung. Was ich interessant finde, aber das geht ja jetzt eher in den Profibereich, aber dass sie eben auch diesen Pro-Gedanken da unterstreichen, dass du jetzt ja ProRes dann mit 4K bis zu 60 Frames per Second machen kannst, dass du ProRes Video direkt auf eine externe Festplatte dann da sichern kannst. Und, ja, das ist schon irre. Ja. Und dass du, und dann dieses Log-Encoding, ne, für dieses Color Grading, also dass das jetzt diesen ACES-Kriterien entspricht, diesem Standard. Ja. Also in der Vergangenheit habe ich es ja manchmal schon eben für eher so ein Showcase gehalten, gedacht, na ja, diese professionellen Filmproduzenten oder Kameraleute, die machen das jetzt nur, weil Apple das ist und weil vielleicht auch ein paar Geldscheine winken. Aber ich habe doch zunehmend auch das Gefühl, man sieht ja auch hier und da mal so Produktion, das meint Apple schon ernst. Also sie haben nicht den Anspruch, jetzt die Cinema-Kameras zu ersetzen, aber sie sind sich schon bewusst, dass zum Beispiel ihr Gerät, ihre Kamera ja eben für manche, sag ich mal, Dokumentation oder Reportage eine sehr dezente Kamera sein kann, die gleichzeitig sehr leistungsfähig ist, um auch professionelle Sachen auf den Weg zu bringen. Ja, ich glaube, das kann man nicht von der Hand weisen, weil es war lange so, dass es ist schon seit langem so, dass du ja mit dem iPhone ganz offensichtlich auch, sagen wir mal, Kinofilme drehen kannst oder das, was man drunter dreht. Und auch da gilt immer die alte Regel, ja, am Schluss ist die Kamera halt auch nur ein Element in dieser Geschichte und zählt irgendwie dann der Kameramann und der Regisseur und der Film und die Geschichte, die erzählt wird und nicht unbedingt das Werkzeug allein. Und deshalb finde ich, dass das durchaus berechtigt ist, dass sie da auch nochmal auf diese professionellen Workflows halt gezielter eingehen und dem nachkommen und zu sagen, ja, das ist ein Werkzeug, was in der Profiproduktion durchaus Einsatz findet und damit müssen wir das auch berücksichtigen, dass, und das haben sie natürlich, da kommt jetzt auch USB 3 natürlich wieder zurück, weil das fehlte ja bis jetzt als eines der großen Elemente, wo ja Leute auch gesagt haben, das kann ja eigentlich nicht sein, dass ich irgendwie meine Monster-Videodateien, die ich auf dem iPhone habe, halt über Lightning oder AirDrop oder welche seltsamen Hacks da praktisch gab, um die da wieder aus dem iPhone rauszubekommen, riesige Videodateien. Das war ja aussichtslos fast, wo du natürlich eine Kabelverbindung möchtest und irgendwie dann dein Produkt auch irgendwo sichern möchtest im besten Fall. Ja, das war in der Tat ein bisschen bizarr, weil du einfach du hattest diese Möglichkeiten, aber kein Abflussventil, ne? Und so. Kurz einfach nur aufzeichnen. Genau. Und der Speicherplatz war auch endlich nicht erweiterbar. Hurra. Ja. Ja, also das
da haben sie, finde ich, auch dieser ganzen USB-C-Geschichte eigentlich auch wieder einen tieferen Sinn gegeben. Also das ist wirklich so ein Punkt, wo sie eigentlich auch viel offensiver noch hätten sagen können, das ist eigentlich der Next Step, den wir die ganze Zeit schon erdacht hatten. Was sie nicht getan haben, weil sie, glaube ich, dieses USB-C-Thema eben nicht so breit treten wollten. Ja, das ist so, wenn ich jetzt auf meine Liste gucke, das Wesentliche, was man, oder das Wichtigste, was man zum iPhone 15 Pro sagen kann. Ich weiß nicht, ob du noch mehr hast. Ach, die Farben. Also, naja, ich weiß nicht, ob man zu denen so viel sagen kann. Hast du eine Traumfarbe? Also das Lustige ist, für mich ist es sehr gut, weil die Farbauswahl ist so, dass ich vom Fleck weg jede Variante kaufen könnte, ohne Probleme, weil sie sehen sowieso alle mehr oder weniger gleich aus. Also für mich wäre es tatsächlich wurscht, welche ich bestelle. Ich würde die bestellen, wo ich wüsste, es kommt am schnellsten oder die am wenigsten vergriffen ist oder so. Ja. Also das ist lustig, dass sie sich da so bedeckt halten. Ich weiß nicht, ob das natürlich mit dem Titan auch zusammenhängt, dass sie es noch nicht geschafft haben, da irgendwie was sinnvoll an Farben rauszuholen oder dass ihnen von der Produktion her schwierig war und dass es da jetzt einfach so gräulich geworden ist. Aber auch die Farben von normalen Nicht-Pro-Modellen sind ja auch dieses Jahr jetzt, da knallt ja jetzt nicht irgendwie was durch die Decke. Ja, das ist die Frage, hat man vielleicht die Standardmodelle angepasst, weil man eben diese sehr, also dass man nicht so zwei völlig unterschiedliche Farbpaletten haben wollte. Schreiend auf der einen Seite und total gleichartig auf der anderen Seite. Ich habe das ja so ein bisschen ketzerisch als Leitsordner-Optik dann so. Ja, fand ich gut. Das war aber relativ, ich dachte erst, nee, aber es ist eigentlich eine positive Beschreibung, weil es ist so solide, weißt du, du weißt, was du im Regal hast, hast du einfach einen Leitsordner im Regal. So sind die Farben auch so ein bisschen, da kannst du nichts mit falsch machen. Nichts gegen Leitsordner. Das wollte ich damit nicht gesagt haben. Ja, gut, dann lass uns dann auch da einen Haken dran machen. Dann sind wir eigentlich so, wir hatten das hehre Ziel, nach einer Stunde fertig zu sein, aber bei uns gibt es wie beim A17 Pro doppelte Leistung. Ja, abschließend vielleicht noch so zum Event an sich. Hast du da noch Gedanken, so wie sich dieser Videofilm, der einmal mehr präsentiert wurde, wie der so bei dir angekommen ist? Ja, also ich glaube, es hängt immer viel damit zusammen, mit welcher Erwartungshaltung man hineingeht in diese Keynotes, die ja jetzt nicht mehr wirklich Keynotes sind. Das Problem ist, das ist auch schon ein bisschen das Problem, wenn du natürlich eine Keynote zu Steve Jobs Zeiten erwartest, dann wirst du da unterm Strich natürlich bitter enttäuscht. Und jetzt haben wir natürlich schon seit ein paar Jahren diese Form von Videos, die ja bis zu einem gewissen Grad auch wie eine Dauerwerbesendung halt einfach nun mal sind. Ich meine, das ist ja, da enthüllt man ja nichts Schockierendes damit. Also, und die sind natürlich geschleckt und geleckt und hochwertig produziert und das geht irgendwie so alles ineinander über. Aber also, ich hatte auch Schwierigkeiten mit der langen, sehr langen Einleitung, die halt wieder auf dieses Notruf-Rettungs-Gesundheitsthema, was sie jetzt schon sehr beharrlich gefahren sind und auch natürlich bis zu einem gewissen Grad zurecht, weil alle Einzelfälle sind ja sehr erfreuliche Fälle, ja, Leute gerettet wurden dadurch am Schluss oder vielleicht irgendeine Krankheit, Herzkrankheit oder irgendwas entdeckt wurde, weil die Watch sie gewarnt hat, das sind natürlich tolle Geschichten auf der persönlichen Ebene, aber sie als Marketingfilm halt jedes Mal wieder in einer anderen Form zu sehen, da wird es irgendwann ein bisschen anstrengend und dann auch dick aufgetragen. Und dann kam noch, das hat mich dann eiskalt erwischt, nicht die Mutter enttäuschen, die Mutter Natur, die plötzlich da hereinspaziert kam und also wer sich das ausgedacht hat und abgenickt hat, ich meine, das ging auch, glaube ich, 5 Minuten. Das hat nicht aufgehört. Das war irre. Also fast nicht zu glauben, dass das irgendwie in so einem sonst ja sehr schnell teilweise auch ablaufenden Veranstaltungsvideo oder Präsentationsvideo, dass sie da 5 Minuten für sowas irgendwie einkalkuliert haben. Mich erinnerte das so ein bisschen an den Eurovision Song Contest, wo, wenn man in einigen Ländern Werbung gezeigt wird, dann irgendwie so ein Film dann da zeigt, so Folklore oder irgendetwas, einen kleinen Tanz und dann geht's weiter mit dem ernsthaften Programm. So, ja, also grundsätzlich muss ich dazu sagen, ich finde es ja ganz interessant, über die Entwicklung dieser Filme haben wir ja auch schon gesprochen und wie die sich dann emanzipiert haben vom Vehikel als Behelf in der Corona-Zeit hin zum Stilmittel.
man merkt wirklich, dass Tim Cook auch so sein Ding darin gefunden hat. Ne? Dass er so, Tim Cook lebte ja unter dem, hatte ja dieses riesige Problem, dass als er als CEO übernommen hat, dass es ja eigentlich nur Imitat war, dass wenn er auf der Bühne stand. Alle haben ihn an Steve gemessen und haben gesagt, er kommt nicht ran. Was ein unfairer Vergleich war, weil eigentlich keiner an Steve herankam, aber er kam natürlich wirklich meilenweit nicht heran und hat sich zwar gemausert, aber es war immer irgendwie so, ein Imitat dessen, was halt früher Apples Glanz ausgemacht hat. Und hier hat er wirklich etwas für sich entdeckt, wo man merkt, das entwickelt er als Chef. Auch wenn er nicht immer selber die Rolle spielt, aber man merkt schon, es trägt seine Handschrift. Wir werden mit der Ära Cook, glaube ich, immer in Verbindung bringen, dass Apple diesen Change gemacht hat von der Bühnenpräsentation hin zu diesem Mega-Werbefilm, der teilweise cineastisch auch schon ist von den Effekten und wo auch Führungskräfte mal lustig dargestellt werden, manchmal auch ergebnislos lustig und so. Ja, ja. Aber insgesamt, also ich fand, bei diesem Event war es schon sehr augenfällig. Wir haben Events gesehen, wo die Schlagrate enorm war. Also jetzt, wenn ich an die WWDC zum Beispiel denke, das war ja eine atemlose Veranstaltung. Die Macs wurden da in 18 Minuten durchgeknallt, da wie nichts Gutes, obwohl es eigentlich jeder eine halbe Stunde verdient hätte. Und jetzt sehen wir im Kontrast eine Keynote, wo ich das Gefühl hatte, die mussten durch diesen Slapstick und durch diesen leerlangen Werbespot am Anfang auf diese anderthalb Stunden kommen. Die wollten halt nicht jetzt nur eine Stunde machen. Ja. Und ja, ich weiß nicht, also hat mich auch so ein bisschen, ich bewundere diese dieses Künstlerische, es ist wirklich ästhetisch sehr schön gemacht, aber auf der anderen Seite, war das mal wieder so eine Keynote, wo ich gedacht habe, ist auch so eine feine Bühnenpräsentation, hätte ich jetzt auch anschicken. Das wäre schon ganz nett gewesen, ja. Ja, also ich bin auch jemand, der sich da lieber diese bisschen hemdärmeligeren Bühnenpräsentationen zurückwünscht, wo halt auch mal was schief gehen kann und wo halt ein bisschen eine andere Dynamik drin ist. Die waren ja auch teilweise sehr langatmig, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, auch klar. Steve Jobs Präsentation, wo er irgendwie ewig lang irgendwie GarageBand präsentiert hat und es hat nicht mehr aufgehört und dann kam noch irgendein Musiker auf die Bühne und das ging alles ewig und dann habe ich auch gedacht, uff. Aber also, ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, das ist halt an einem gewissen Punkt, ist es halt auch einfach jetzt, das haben sie jetzt so konsequent halt jedes Jahr gemacht. Die Frage ist ja wieder, schaffst du es aus diesen Videos auch nochmal, also auch dieses Videokonzept halt nochmal irgendwie innovativer oder neuer oder andersartig zu gestalten. Ne? Also ich meine, den wievielten, auch egal wie viel Geld du da drauf schmeißt und wie toll der Übergang ist. Ich meine, irgendwann hast du halt auch von Apple Park jedes Winkel gesehen und jedes skurrile Element und jeden seltsamen Zaun und Mauer und die tollen Büros, die sie dann jedes Mal haben. Das ist auch alles toll. Man kann auch immer interessante Sachen entdecken im Hintergrund. Das ist alles natürlich ganz nett. Aber unterm Strich schreit es schon danach. Ja. Das ist bemerkenswert, wie viele Merkwürdigkeiten dieser Ort hat. Ne? Also das ist, finde ich, immer wieder interessant, was für schräge Ecken es da in diesem Apple Park gibt. Und das ist ja wirklich so ein skurriles Ding. Also als ich da jetzt im Juni mal da durch die, teilweise durch die Botanik gestapft bin, habe ich auch gedacht, hier gibt es ja echt diese Ecken, wo du lustige Filme machen kannst. Ich bin bei dir. Also man hat schon gemerkt auch diesmal, dass sie dieses Apple Park-Thema ja doch schon deutlich zurückgenommen haben. Das war schon viel prominenter. Sie haben ja auch dann zum Beispiel diese Szenen gezeigt, wo dann Sprecher in Städtekulissen standen und von dort aus das so anmoderiert haben. Ja, die Frage ist natürlich so, bestimmte Elemente, die neuartig waren, die auch mal so ein anderes Apple gezeigt haben, haben jetzt natürlich so ihren Sättigungsgrad einfach erreicht. Also diese Insights im Gebäude haben wir jetzt genug gesehen. Auch für mich, für meine Begriffe, dieses zeigen, wie divers und wie viele Leute unterschiedlichster Art es bei Apple gibt, hat sich für mich auch jetzt so ein Punkt entwickelt, wo ich sage, okay, ich weiß jetzt, dass Apple nicht nur aus der CEO und SVP-Etage besteht, sondern dass da ganz viele Abteilungsleiter noch dazwischen sind und Leute, die dazwischen auch unglaubliche Kenntnisse haben. Das hat ja auch mal so ein bisschen so einen zwanghaften Charakter, dass irgendwie so spätestens alle zwei Minuten irgendjemand anderes dann da sein muss. Muss halt immer wechseln, den man noch nie oder die man noch nie gesehen hat. Ja. Mal schauen. Also ich bin auch gespannt, wie da die Weiterentwicklung aussieht. Und ja, ich denke auch manchmal wirklich so, ich meine, bei der WWDC ist das ja sehr auch von Entwicklern laut gesagt worden, dieser Wunsch, doch Apple wieder ein bisschen näher zu kommen gefühlt. Und weil du gerade sagtest, auch so dieses, das war einfach authentischer, die Bühnenpräsentation. Du hast dann gemerkt, so ein Phil Schiller, so der hemdsärmlich ist, aber der war halt souverän. Der war auch schlagfertig.
Und ja, das jetzt sind halt wirklich so getrimmte Filme, wo nichts schief geht und wo man auch nicht weiß, wie die Leute ja wirklich sind, wenn sie jetzt dann nicht vor der Kamera stehen. Ja. Anders als wir. Ja, ja, ja. Ja, schauen wir mal, ob wir da nochmal eine Rückkehr, ich sehe sie nicht so recht, diese Rückkehr zur Bühnenpräsentation, aber ich vermisse die alten, fand sie deutlich sympathischer in vielerlei Hinsicht, aber verstehe natürlich, warum Apple diesen Weg jetzt gewählt hat und da auch erstmal drauf bleibt. Also aus Apples Perspektive wäre es, glaube ich, komisch, zu so einem ganz, ganz nüchternen Bühne zurückzukehren, wo einer sich hinstellt und sagt, hallo. Das sehe ich auch nicht. Also wenn überhaupt, könnte ich mir so eine Hybridform vorstellen, wo sie zumindest die Begrüßung dann live machen, weil es ja auch einen Livestream gibt. Also man, das könnte man ja rechtfertigen, dass man sagt, Tim Cook, das ist ja auch das Kuriose, die Journalisten, die vor Ort sind, sehen ja Tim Cook. Der kommt 5 Minuten vor dem Film auf die Bühne, begrüßt die Leute, redet ein paar nette Worte, heute scheint die Sonne in Cupertino und dann geht der Film los. Und das sieht aber ja draußen keiner. Das, die Leute, die draußen vor den Geräten gucken, die sehen ja nur diesen Film. Hm. Und weiß nicht, dass man diesen Part vielleicht öffentlich macht. Und das hätte ja schon so ein bisschen mehr, ja, weiß ich nicht, so wär mir noch ein bisschen näher, als jetzt eben einfach nur einen getimten Film zu sehen. Aber Geschmackssache letztendlich. Ja. Und man kann natürlich darüber diskutieren, ob diese Art von Glanz- und glorreicher Produktpräsentation, ob die nicht auch irgendwann mal ihr Ende erreicht hat. Also das ist ja so ein Ding, was auch vor allem natürlich Apple zelebriert hat, aber was natürlich insgesamt da in Silicon Valley natürlich ein großes Ding schon immer war. Ich meine, Steve Jobs hat es halt einfach perfektioniert in einer extremen Form über viele Jahre und natürlich dann auch, als er halt Produkte hat, die wirklich spektakulär waren. Ich meine, Steve Jobs hat sich auch mit irgendwie iPod-Socken mal auf die Bühne gestellt. Also das hatten wir auch. Wir hatten da schon, wir hatten nicht nur Keynotes, wo iPhones rausgefallen sind. Wir hatten auch schon ganz andere Keynotes. So ist es nicht. Das wird alles immer ganz gern vergessen. Aber dann trotzdem ist das natürlich, das war ja wie eine Stilform, die da entwickelt wurde, wie du halt Produkte einführst, neue Produkte und damit und da auch irgendwas dran verknüpft, was ja immer über die reine Technik hinausgehen sollte und diesen Anspruch da mitbringst. Und das versuchen sie natürlich weiterzuführen, aber das finde ich, funktioniert gerade halt in diesen geschleckten Werbevideos schlechter, weil es sind dann halt einfach unterm Strich sind es halt Werbevideos. Und dann sollte man, sie machen ja jetzt zum Beispiel auch immer diese YouTube-Videos mit einem Schauspieler, der so tut, als wäre er irgendwie Apple Store-Mitarbeiter und der so erklärt, was die neuen iPhones können. Und das ist irgendwie, das ist einfach so schnell und galant runtererzählt und in so ein bisschen lässig halt einfach runtergedreht und der erzählt halt wirklich alle Spezifikationen. Und das ist gut. Das tut halt nicht so, als wäre es was anderes als einfach ein Werbeproduktvideo, ne? Sondern das ist halt einfach das, was es ist und damit ist es ehrlich genug, finde ich, und funktioniert eigentlich besser als diese Form von Keynote, die halt einfach so ein einfach vorproduziertes Werbevideo ist. Die Abschlussfrage und das ist eine Schätzfrage. Denkst du, wir werden im Jahr 2023 noch ein weiteres Event sehen? Ja, das ist eine lustige Frage und natürlich eine gute Frage. Ich bin mir nicht so sicher. Also es war so, gerade was ja die Macs angeht, habe ich, als wir, glaube ich, das letzte Mal eben nach der WWDC auch spezifisch über Macs geredet haben, war meine Prognose eigentlich, wir sehen dieses Jahr irgendwie nicht mehr viel, wenn ich mich da richtig erinnere. Dann kamen die Gerüchte, dass wir doch im Oktober noch M3 Macs sehen und ich dachte, okay, interessant. Jetzt ist es wieder in die andere Richtung gekippt. Mal sehen, ob es in den nächsten Wochen wieder hier zu einem Event zurückkippt. Wenn man die aktuelle Gerüchtelage nimmt, dann glaube ich, fällt da in diesem Jahr nichts mehr raus, was ein Event rechtfertigen würde. Je nachdem wir jetzt schon sagen würden, selbst das iPhone als großes Highlight und die Apple Watch, die halt wenigen, nur sehr spezifische Neuerungen hatten dieses Jahr, selbst da kannst du schon drüber diskutieren. Also es muss halt sein, weil es halt das iPhone war, da musste dieses Video her, da musste die Keynote und der Trubel drumherum her und natürlich Produktpräsentation. Aber ich glaube, selbst wenn wir iMacs sehen sollten dieses Jahr, was unklar ist, und selbst wenn wir neue iPads, also zumindest iPad Air sehen sollten dieses Jahr, was auch unklar ist, das gibt irgendwie alles nicht mehr so super viel Keynote-Material her. Und diese M3 Macs, wo die jetzt plötzlich dann, also MacBooks auch noch rausfallen sollen. Also ich unterhalte mich gerne im Oktober mit dir wieder über die nächste Keynote. So ist es nicht. Ja, und dann sind wir auch schlauer, ob die Zurückhaltung beim A17 Pro jetzt daher resultierte, dass man nicht so viel zu erzählen hat. Und
was dann wiederum rechtfertigt, kein weiteres Event zu machen, weil auch dann, selbst wenn der M3 kommt, das nicht so spektakulär ist. Oder, was wir auch schon erlebt haben, dass Apple sich an der Stelle einfach bewusst zurückgehalten hat, weil das große Erzählthema ist eines nächsten Events. Dass sie dann plötzlich mit dem M3 kommen und sagen, ja, wir haben ja schon den A17 Pro mit 3 Nanometer, aber jetzt erzählen wir euch mal, was da noch so drin steckt. Ja, das kann alles natürlich gesehen sein. Alles möglich. Aber ja, also mich würde es auch freuen, wenn wir das Vergnügen da nochmal haben. Ansonsten fangen wir spätestens im nächsten Jahr wieder an, damit Events zu analysieren. Das war der Mac & I Podcast Nummer 54, der sich viel Zeit genommen hat, dieses Event zu sezieren und eben die einzelnen Bestandteile dann sich mal zu betrachten. Ich hoffe, dass er allen, die jetzt zugehört und zugesehen haben, dann doch ein bisschen weitergeholfen hat, eben in dieser Frage, wie muss das Ganze bewertet werden. Leo, ich danke dir und dann hören und sehen wir uns gerne wieder bei nächster Gelegenheit. Ja, sicher bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.